Und damit hallo und herzlich willkommen zurück und ein großes ja aus auf der See mit mir, dem Michael Cooper, und natürlich heute ist er wieder dabei, damit wir nicht von Kraken zerfetzt werden, unser Glücksbandi. Der Sushi-Meister schlechthin. Wunderschönen guten Abend. Und natürlich der Mann, der die besten Rezepte für Oktopusse rausgesucht hat, der Sir Maxton. Und das Tentakel aus dem Mund. Und natürlich der Mann, der jeden James-Bond-Film mit Oktopussy gesehen hat, der TH. Das braucht bestimmt einer. Ja. Aber egal, ja, hier ist er. Genau, da ist er. Der Mann, der gerne mal einen saugnapft. Genau, der Mann, der gerne mal einen saugnapft. Ihr so. Elendigen Landlatten. Los, Land? Den Anker rein. War das ein chinesischer Pirat? Die elenden Landlatten? Randlatten? Nee, die elendigen Randlatten. Randlatten? Der Maxo, so wie ich das sehe, stehst du auf meinem Platz? Nein, heute ich. Heute werden wir Krake jagen heute. Ich habe den Kraken studiert. Heute bin ich dran. Wir wollen nämlich heute, wie letztens, wer letztens schon gesehen hat, die Karre voll gemacht. Und also, dann. Wir vielleicht um einen Segel setzen, ja. Und dann, ja, und dann vom Kraken gefressen. Das war jetzt nie Bombe. Deswegen heute nochmal plündern. Wir machen heute Trockensegeln, heute ohne Wind. Trockensegeln. Heute nochmal plündern und versuchen keinen Kraken ein oder so. Ist er hier jetzt ein Mühe noch? Ey, wir haben noch gar nicht. Sir Maxo, haben Sie sich denn beschäftigt mit, wie man Kraken am besten tötet? Ja. Dann müssen wir. Willst du nie uns einen Lehrgang geben in der Captains-Kajüte dann? Du nimmst dir deinen großen Schläger und haust kräftig auf die Genitalien. Ich dachte, du nimmst den dicksten von der Kuh und wirfst ihn ins Maul und hoffst, dass der Kraken erstickt. Ja, stimmt. Das sind wir ja fein raus, Herr Bandi. Ja, deswegen ja. Ich finde das nicht besser. Ich opfere mich gerne fürs Team. Aber schmeckst du auch fürs Team? Ja, das schmeckst du auch fürs Team. Das ist die Frage, die wir uns stellen. Das sollten. Ist stimmt so. Wenn Sie leicht links hinter uns gucken, sehen Sie einen Totenkopf am Himmel. Ja. Leicht was? Ein gutes Zeichen, oder? Gleich Backbord, ja. Das ist in dem Fall ein gutes Zeichen, ja. Diese Schiffsfiguren, also diese Schiffswolken oder diese Todesköpfe sind Events. Wenn die aktiv sind, tut kein Seeungeheuer Spawn. Okay. Ja, wenn ihr alle gelangweilt seid, kein Problem, ich stelle schon mal die Segel so, dass wir kommen können. Ja, ich habe hinten das mal ausgefahren, macht sich ja auch manchmal ganz gut. Ja, nee, aber wir müssen jetzt doch ein bisschen, ja. Also ein bisschen drehen wäre nicht schlecht so. Ja, sind ja schon dabei. So. Na ja, jetzt? Ach ja, ist richtig. So. Sieht ja gut aus, Jungs. So, erledigt. Da, ratatatata. Und wenn keines dieser Events am Himmel zu sehen ist, ist es ziemlich wahrscheinlich, dass der Kraken auftaucht. Okay. Mit 20% Wahrscheinlichkeit. Oh Gott. Also fahren wir jetzt so direkt auf das Yacht hier. Ich würde eher die nehmen, die so leuchtet. Ne? Die linke dort, ne? Die leuchtet. Also die ein bisschen weiter backwärts, sozusagen. Ah. Ja, jetzt hast du die richtige Richtung. Weil es gibt 5 Teams auf dem Server. Ja. Und es ist eine 20%ige Chance, dass du der Kraken dich erwischt, wenn der Kraken auf aktiv ist. Ja. Ich würde sagen, es wird das sozusagen. Es erwischt definitiv jemanden. Random, also wird sozusagen random ausgewürfelt. Genau. Ja, und die hat verloren das letzte Mal. Genau. Ja, klar, aber wir haben viel. Wir hatten die meisten, sagen wir mal, Schätze an Bord. Ja. Tu mal Kanonen laden nebenbei. Das war echt eine geile Ausbeute. Ja. Ich tu dann gleich mal am Anfang gucken, wo wir das am besten laden können. Wieso? Und wir stellen uns diesmal so hin, dass es jemand mit der Harpune reinziehen kann. Ja, aber dass man wieder klar. Irgendwie vielleicht durch eine Luke, weil letztens war die Luke. Vor der Luke wäre es easy. Ach, ist das schön, Kitsch. Diesen Moment mit dir teilen kann. Ich weiß, siehst du dieses herrliche Wasser? Und die dann alle schon wieder rumschwänzeln, bis jemand auf den Ausguck, um zu gucken, ob wir irgendwelche Gegner haben. Ja, mach ich gleich. Ich würde bloß mal noch Essen mitnehmen, dass wir das nicht vergessen. Wir sind vorne und gucken, ob wir Gegner haben. Vor uns ist eine Insel übrigens. Ja, wir werden jetzt, glaube ich,
Ja, auf die werden wir zusteuern. Das ist die, wo wir hin wollen. In den Wind stellen müssen. Hat sich der Wind gedreht? Hat sich der Wind gedreht. Oh, jetzt haben wir Gegenwind, oder? Wenn ich das richtig sehe? Ja, wir müssen zur anderen Seite drehen. Eieieiei. Na, dann machen wir das doch mal. Das ist ja. Okay. Muss man sagen, seitdem hier der Kapitänswechsel stattgefunden hat, herrscht ein ganz anderer Ton. Ich weiß noch nicht, ob mir das gefällt. Halt die Fresse, zieh die Segel. Wieso? Musst du plötzlich arbeiten? Achso, du hast ja schon gedreht, ja. Du bist ganz, ganz hart nach rechts, du musst es drehen. Ja. Nach Feuerwurf sozusagen. Ja gut, jetzt. Bitte mal bitte das Hauptsegel ein bisschen einziehen. Das Hauptsegel, jawohl. Ich hatte nie solche Extra-Wünsche. Ich wollte es nur mal in die Runde werfen. Nur fürs Protokoll. Ja. Ich hoffe, das hat jemand mit aufgeschrieben. So, wir sind hier. Bereit machen zum Reparieren, wir werden nämlich erstmal beschossen. Ja. Was? Bereit machen zum Reparieren. Weil wir vermutlich jetzt vom Fort. Also nicht von dem Fort, sondern von dem Fort. Steuerbord auf der Seite. Auf Steuerbordseite ist glaube ich der Hafen. Vielleicht ist es besser, wenn wir dort dann vor Anker gehen. Ja, auf Steuerbordseite. Geh mal unter das Deck und versuch dann zu nageln, wenn es soweit ist. Hau raus, das Ding. Geh mal unter das Deck und versuch dann zu nageln, wenn es soweit ist. Wurden wir getroffen irgendwo? Könnte man ganz anders verstehen. Gut, alle Mann. Klar machen zum Einnehmen. Wurden wir getroffen? Wir wollten doch vernünftig parken, dass wir das Zeug besser kriegen. Das kriegst du nur so rein, du kannst noch einziehen. Ah, gut, okay. Mann. Sturm! Sturm auf die Bastille oder wie der heißt? Sturm auf die Quintille. Festhille, bitte. Festhille? Ah, Festhille. Festhille. Wo sind die hier so klar? Zusammen. Einen nach dem anderen wegschnetzeln. Der gehört aber nicht zu uns. Egal. Wir müssen gute 50 Leute killen, bis der Captain irgendwann auftaucht. Ja, boah, wird schön. Hier wird einer. Hier ist einer. Wo ist er? Kupo, bleibst du bei mir? Ja, ich bleib bei dir. Gut, ich würde sagen, wir gehen unterstützen mit langsam als Nachhut. Ist ja gar keiner. Genau. Und ihr guckt in jedes von diesen scheiß Kisten und Schränken. Hier sind, überall sind hier kleine Kisten und in jeden Schrank kannst du irgendwo reingucken und sowas. Wir haben Bandi mit, der guckt überall rein. Genau. Ganz besonders in die dunklen Löcher. Aber. Oh hier, Geldbeutel. Ha. Jetzt kommt die spanische Musik wieder. Aua! Hilfe! Au! Wo? Der kam von hinten. Ich dachte, das war du hattest irgendwas mit dunklen Löchern gesagt, da hat er sich angesprungen gefühlt. Da. So, Zweiergrüppchen bilden bitte. Ich guck mal kurz noch in den Schrank, ist leer, gut. Wo seid ihr? Hier seid ihr, gut. TH, ich komm zu dir. Ich bin mit dir. Gut, Cooper. Ja, Cooper mit mir. Ja. Cooper, wir gehen ganz hoch. Okay. Da ist noch einer. Siehst du, es läuft doch schon viel koordinierter. Aber. Max, bist du schon ganz oben? Ja, ich hab gesagt, wir gehen das mal ganz oben. Ja, wurde gerade aber angegriffen. Gut, wenn die jetzt ganz oben sind, nehmen wir das nächste Stockwerk. Ja. Okay, wo bist du? Da bist du. So. Als Stütze, hier. Jetzt müssten wir... Wow. Erstmal gucken, in irgendeinem Schrank müsste ein Schlüssel sein. Für den Lagerraum, ja. Wollen wir nicht beim Captain. Okay, guck, ich versuche dabei... Nein, der Captain hat einen Hauptschlüssel, aber wir brauchen oben fürs Munitionslager den Schlüssel. Der ist in Kisten, irgendwo. Okay. Hier ist einfach alles safe. Also. Genau. Und ein schöner Hund. Ich hab den Schlüssel für die Festung. Hier ist ein Loop. Hier kann man noch nicht runterhüpfen. Wir haben einen vergoldeten Kelch gefunden. Scheiße. Kann ich den hier irgendwo mal hinwerfen? Einfach irgendwo hinschmeißen. Ja, schmeißen wir einfach vor. Ja, die tun wir dann mit einsammeln. Gegner. Achtung. So,
kleinen Moment hier, ich muss erstmal kurz was essen. Ja, die sind ja alle hinterher. So. Bitten, hier. Essen ist Essen. Ja, das soll ich auch rein. So. Okay, kann weitergehen. Ja. Gut. So, jetzt können wir hier leer räumen. Hier ist schon zwei Truhen. Will ich der Captain persönlich? Was? Ich habe ein Meerjungfrauen-Saphir und hier sind schon große Kisten. Ja, hier können wir aufmachen. Ja, gut. Komm durchspringen. Geht? Ach, du bist drin. Okay. Ja, oben stehen noch zwei, ganz oben stehen noch zwei Kisten. Ich hab da geblockt, verdammt Scheiße, ich bin gleich dort. Ja, aber dort. Ja, muss man essen schnell. Warte, von hinten kommt einer. Ich bin gleich wieder oben. Kubo. Ja, hab mich kurz vercheckt. Das hört auf, sobald der Captain da ist. Jedes Mal, wenn es klingelt, spawnen eine neue Gruppe. Ja. Hier, der Captain ist gespawnt. Amann? Ganz oben bei uns. Wir kommen. Ja, ich sehe. Cool. Geht? Bist du oben? Ja. Ja, wir wollen ihn halt mal schön noch zwingen. Wo ist er? Da ist er. Ja. Da, 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 da. Folgt mir. Wartet. Erstmal oben alles leer machen, wenn wir immer hier sind. Hier stehen nämlich noch zwei Kisten. Jetzt beruhigen wir uns alle mal wieder. Ich möchte kurz zusammenfassen. Ich habe einen Schlüssel. Ja, ich habe eine Feuerwerkskiste. Juhu. Ich habe einen Schlüssel. Ja, oben steht doch noch alles voll. Können wir erstmal oben leer machen, bitte? Ein Goldbeutel. Ja, ist mir gut. Ach, was machst du? Na, ich halte den Schlüssel. Steht er da drin und macht irgendwas? Ist ja ganz komisch, ja. Schatzkiste. So, ja, mal. Thomas, du willst die Schiffe müssen dann bitte hier irgendwie, dass wir das hier sind. Ich will so die Schatzkiste. Das können wir reinziehen, so über die Harpune, die steht extra so. Siehst du, dass du nach vorne schießen kannst, dabei? Ja, ja klar. Ja. So wie sie steht, kannst du die schießen. Okay. Thomas, du weißt, was ist? Was, die Schatzkammer? Ja, klar. Ja. Ganz schön. Dann los geht's. Wo seid ihr? Ich bin unterwegs zur Schatzkammer. Wo seid ihr denn? Ach, hier unten? Ihr müsst oben rein dürfen und dann in die Mitte runter. Ja. Das kannst du hier. Hier, das Ding kannst du aufmachen. Das wäre echt easy peasy gewesen. Wir hätten hier alles draufladen können. Wir haben die Schatzkammer geöffnet. Kommt zu mir. Ja, warte, wir kommen. Hier, guck hier rein. Ach, hier steht ja schon ein Haufen. Wer war denn das? Ja, haben wir schon. Was wir oben mit haben. Ja, du kannst hier rauslaufen. Passt einmal frei. Wir kommen genau am Schiff raus. Wo seid ihr denn? Ach, hier. Ja, soll ich aufs Boot springen? Ich nehme an im Keller, ja? Hier, komm mal zu mir. Ach ja, ich seh's. Hier, siehst du? Das ist alles. Einsatz. Hammer! Und hier auch noch, hier ist noch eine Kiste, hier drüben ist noch. Abfahrt! Abfahrt. Alles erstmal eine Etage hochschaffen und an die Pier stellen. Aber damit wir nicht bekloppten. Ja, wenn du rausgehst rechts, wir haben die Tür geöffnet, dann musst du erst in den Etage hochlatschen. Ach so, soll ich mal das schon mal reinziehen ins Schiff oder? Machen wir dann, lass mal abwitten. Ich würde sagen, wir stellen jetzt erstmal alles hierher. Ich muss mal so gucken, ob ich reinkomme. Ihr habt gefragt. Ihr habt gesagt ja. Mann, die Platz nehmen. Ich fühle mich ja wie Jack King Sparrow. Könnt ihr es mal bitte so stellen, dass ich irgendwas reinschießen kann und nicht überall das, was davor steht? Ja, das ist halt dumm platziert. Ja, ich wollte es gerade hinstellen. Okay, ja, da kannst du schon reinschleppen, Cooper, oder? Hier drüben ist noch. Eine Gewürze steht auf noch nicht. Steht irgendwas im Weg? Hier steht irgendwas genau davor? Ja, das sind nämlich die. Die Fässer stehen genau davor, das funktioniert so. Wo wollen wir das lagen? Vorne oder hinten? Ich mach mal. Alles in die Captain's Kajüte, alles rein. Captain's Kajüte, okay. Ja. Dann haben wir es in der Captain's Kajüte. Nicht ganz runterschleppen, da geht's als erstes flöten. So, jetzt kannst du hier einsammeln. Aua! Entschuldigung! Falsche! Mann! Das funktioniert nicht ganz reibungslos heute.
Ja, dass ich den Tier schon nicht getroffen habe, wundert mich. Ja, ich stelle dir das ganze Zeug so hin, dass es trifft. Ja, das wollte ich auch gerade machen, bevor ich hier reingesaugt wurde. Ist halt viel Tier jetzt schon treffen. Hey. Well, ja, aber hey. Ja, aber hey. Sind noch mehr von diesen Superinseln? Okay. Ja, wir gehen jetzt die, zumindest werden wir zumindest erstmal ab. Es ist immer noch ein Schädel an Wolken. Genau. Und der Schiff ist auch ab, also es wird definitiv nichts droppen. Ja. Ein Kelch. Wir müssen jeden Scheiß mitnehmen, ne? Da gibt es einen Haufen Kleinzeug, alles mitnehmen, alles verkaufen. Alles weg. Wir brauchen Geld. Komplett plündern hier. Du kannst die Goldhaufen kannst du auch extra auseinandernehmen. Ja. Warte mal, Kuba. Warten. Ich stell dir die eine Kiste mal hier drüben hin, die ist leer. Da kannst du mal den ganzen Kleinkram reinschmeißen. Oder ich schmeiß den Kleinkram nebenbei rein. Ja, schmeißt du den mal rein. Du weißt doch, geht bloß eine bestimmte Anzahl, ne? Letztens standen nur noch welche draußen. Ja, das ist ja egal, was dann draußen steht, oder reingepackt. Aber sagen wir erstmal. Zum Beispiel die Meerjungfrau Saphir, das Scheißding ist viel wert. Ja. Ja, stimmt, für die Saphir und so gab es ja mehr als für die Truhen. Hier in der Schatzkammer ist immer noch ein Schädel. Den hatte ich schon mitgenommen jetzt gerade. Die ganze Schränke und sowas habt ihr auch noch. Da war auch noch ein Schrank, wo noch ein bisschen was drin ist und so weiter und so fort. Ja, ich komme schon wieder zurück. Ja, die Geldhaufen könnt ihr auch einsammeln, ne? Ja, ich weiß. Schädel, schon. Sag's so. Hab ich schon. Alles gut. Du kannst doch einfach hier unten rausgehen. Hä? Einfach mal hier oben lang. Das wäre zu einfach. Das stimmt. Ja, ich weiß. Wäre zu einfach. Warum denn? So, Cooper, tu schon mal einen Anker reinholen. Mach ich. Warum schwierig, wenn es aufs einfach geht? Ich habe ja noch eine Kiste mit seltenem Tee gefunden. Den Wirt hatte ich auch schon mit eingepackt. Das Zeug ist Export gelungen. Ja, das bringt gut. So, ist hier noch irgendwas? Sieht nicht so aus. Haben alle Fässer durchgeguckt? So, wir können jetzt kurz nochmal Etage für Etage nochmal ein bisschen durchgucken. Ja, machen wir jetzt auch. Würde ich am besten geht. Sein lassen. Okay, geht nicht. Alles gut. Ah, ist nicht so schlimm. Dann das, was nicht geht, schleppt man durch. Ja. Weil im Moment ist noch Zeug ab. Ich würde mich gerne beeilen wollen. Ich habe hier noch einen Goldbeutel gefunden. Ich glaube nicht, dass es heute jetzt gleich treffen wird, aber... Wie gesagt, ich hatte noch einen Goldbeutel gefunden, der übrig war. Ist dieses ganz flaue Gefühl im Magen. Als würde gleich irgendwas Schlimmes passieren. Also unterste ist durch. Geh mal in die mittlere und du guckst in die oberste. Du weißt, wie es ist, wenn wir zu viert ein Spiel zusammen spielen. Das stimmt. Da passiert immer irgendeine Scheiße. Die Kacke ist am Dampfen. Das passiert auch, wenn ihr zu dritt ein Spiel spielt. Das stimmt. Ist was dran? Hier, Goldbeutel, haben wir liegen lassen. Mann. Ja, ich sehe schon. Ja, große Gewehre, Musketen. Hier ist nichts Interessantes. Wenn du ein großes Gewehr haben willst, da habe ich genau das Richtige für dich. Ich will keinen Stumpen haben, ich will ein Gewehr. Warum sagst du das jetzt so herabwürdigend? So herabwürdigend? Überhaupt war schon nicht herabwürdigend, habe ich sowas gesagt. So, Angel. Also, bewaffnungstechnisch? Ja. Damit? War alles geladen? Ich bin geladen, wie sauer. Nein, ich bin auch geladen. Heute muss ich alles klappen. Tjo. Merk schon. Ist alles alle, Jungs? Halt. Ab da. Gut. Okay, mach den Rest. Ich guck nur mal, ob das ja keine anderen Typen uns das wieder klauen. Ich sehe bis jetzt auch noch nichts. Okay, wir haben noch ein Herz der Naturfeuerwerkskiste, soll ich mitbringen? Ja, ich habe auch schon mal eine Feuerwerkskiste mit rausgeschleppt. So. Ich habe hier noch so ein Kanonenkugelfass. Wollen wir das mitnehmen? Nein! Das ist das Einzige, was hier bleibt. Warum denn das? Ich so, würde alle Steine mitnehmen, durch, ja? Wenn ich es könnte. Schon wieder ganz schön zoll, lieber. Ich weiß gar nicht, wo diese negative Energie heute herkommt. Die hat sich dann gleich gelegt, wenn wir das Zeug verkauft haben. Negativeness. Hier liegt noch ein Goldbeutel auf dem Tisch. Mann. Ja, hier. So. Bis jetzt sind keine feindlichen Schiffe in der Nähe. Es sieht alles gut aus. Alle an Bord. Ja, geht los. Da Mark Bunny rennt wieder auf der Kuppe rum. Der letzte wird zurückgelassen. Hast du schon mal hart... Zieht mich rein. Ich hab noch nicht hart eingeschlagen, aber du kannst
gerne hart einschlagen, wenn du möchtest. Danke. Wir sollten Abfahrt. Hart Steuerbord einschlagen. Anker ja. Gelichtet? Nee, Anker noch nicht gelichtet. Nee, machen wir jetzt. Thomas schlägt hart ein. Ich guck dann fix auf der Karte und such den ersten Außenposten raus. Genau. So, ich habe hart eingeschlagen. Keine Experimente, wir fahren jetzt zurück. So, am besten drehen. Ja, Herr Adenauer. Thomas. Ja, ich habe hart eingeschlagen. Wir fahren jetzt sozusagen im Kreis. Geh, los, dann wieder ans Steuer. Fit. Du, fit. Gut. Ja. Gut, du sagst mir, wo ich hin soll. Alles klar. Warte mal. Wir haben ganz viel Knete geladen, ganz viel Knete geladen. Du weißt, was passiert, wenn du immens klingelst. So. Achso, stimmt. Weiter, Scheiße. Immer weiter im Kreis. Bildet einen Kreis. Die Segel müssen neu gestellt werden gleich. Ja, sind ja schon dabei. Jawohl, super ist das, das läuft mit euch. Bis jetzt noch keine feindlichen Schiffe. So, du kannst jetzt komplett nach vorne stellen, Markus. Du kannst jetzt vor dir rechts auf die Insel zufahren, an der Insel rechts vorbei und dann auf die nächste Insel zu. Kannst du mir so ein bisschen Richtung sagen? Siehst du hier vorne vor uns Steuerbord das Fort? Ja. So, fahre er. Ein Zitronen? Fahre er an dem Fort vorbei und tu er hinter dem Fort. Nach Steuerbord einschlagen, um zu der Insel, die hinter dem Dings ist, zu fahren. Hinter dem Fort. Sag mir nordöstlich, südöstlich. Du siehst mich doch Osten. Du siehst mich doch hier vorne. Ja. Ja, ich sehe dich links da rechts von dem Hauptmast rausgucken, ob das war's. Guck mal, das hier vor uns, Steuerbord, ist eine Insel. Ja, du meinst die Insel jetzt genau hinter dem Fort. Jetzt genau hinter dem Fort. Und jetzt Banane? Genau hinter dem Fort, die Insel ist die Insel, Banane. Wohin ist. Ja, dann hättest du noch gesagt, südöstlich. Jetzt beruhigen wir uns alle wieder. Mann. Komm, wir haben keinen Schatz. Jetzt nur Daumen drücken, dass jetzt kein Mist kommt. Also es dürfte Kane bis jetzt sehen und die komische Wolke. Ich sehe den Totenkopf in der Wolke auch noch. So, bis jetzt. Max? Ja. Zwei? Krakenwortstau, wir fahren am Krakenwortstau. Ich krieg schon wieder eine Krise. Zwei bis drei Strich südlich, ja, so sieht gut aus. Du fährst genau auf die richtige Insel zu. Super. Kuba, ist irgendwas zu sehen? Bis jetzt noch nichts. Irgendwelche Feinde erspäht. Ne. Die sehen auch nichts auf der Insel, irgendwelche Feinde erspäht. Nein. Ne, ist alles Feinde. Ruhig. I have an Anchor Watch. Ist das da vorne in Kraken? Den siehst du nicht. Den merkst du erst, wenn er da ist. Ja. Also es ist völlig bewölkt und sowas in Kragen wird jetzt nicht kommen. Nein. Nee, der schläft bei dem Wetter. Na dann. Ja, der will ja auch schön Wetter haben. Ja, wenn er essen will, also macht er heute Urlaub, haben. Das habe ich angewiesen. Ah, okay. Mit Kragen heißt Urlaub? Ja. Kragen heißt reconnected. Yes, Weekend. Ja. Wir stehen nicht im Wind, was ist mit den Segeln los? Bin doch schon dabei. Ich fahr seit ihr. Lässt doch schwer einen Kapitän raushängen müssen. Ja, ich wollte es nur mal sagen, unter mir war da ein ganz anderer Umgangston. Nur weil er eine Sushi-Weiterbildung gemacht hat, weißt du? Ja, ja. Weißt du, aber unter deinem Kommando haben wir die letzten 5 Folgen nicht so viel gemacht wie heute, in einer. Unter meinem Kommando wurden wir aber auch nicht vom Kraken gefressen. Hm? Ja, aber trotzdem haben das alles für den Arsch gemacht. Hm? Ja, nebenbei, es könnte sein, dass wir auf die Insel direkt zusteuern. Und warum wurden wir denn versenkt? Weil einzelne Leute irgendwelche komischen Truhen auf unser Boot laden mussten. Wir machen das sowieso wegen Kuba, also es ist immer für den Arsch. Bitte? Danke! Ja, sehr gut. Das sieht gut aus. Anker! Bereithalten. Ja. Bereit machen. Noch ein Ding. Max, ein Case bitte rechts. Ganz Case bitte rechts. Steuerbord. Ach, du willst eindrehen. Steuerbord eindrehen. Ja. Ach du Scheiße. Steuerbord eindrehen. Anker raus. Oh, das war dich. Au. Was war das denn? Steht doch ideal, das Ding. Guck dir erst mal, wie das Schiff runtergeht. Solange wir jetzt nicht absaufen. Ja, ich wollte gerade sagen, guck das mal. Lass mal kurz unter Deck gucken gehen. Ja. Ist alles trocken. Vorne sieht gut aus. Alles nicht so als rein eingepackt. Jetzt wird geschleppt, ihr Schweine. Ey, Alter. Doch mal. Ich zusammen.
Okay. So, Max, komm mal kurz in die Kabine. Das ist eine Intervention. Ey, wollen wir, wir können ihn nur einsperren, wenn es zu viel wird, ne? Müssen wir alle drei, also abstimmen, dann kommt er in die Kiste. Ja. Mann, 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 Mann. Knete, Pupete. Also, ich bin am Steg vorbeigesprungen. Mist. So, warte, Knete. Jetzt sind die Kräuter nass geworden. Ich bin mal 112.000. Okay. Jetzt. Hier, willst du meine Truhe? Blöde Tussi. Die Herrscher. Wer will Kräuter? Ich hab frische Kräuter. Gustav, ja, wer will Gras? Kaum geraucht wie neu. Hier zu mir, Markus. Zu der Verkaufstante. Wo bist du denn? Wo ist er? Du bist bei der Frau auf dem Steg, die dir die exotischen Sachen verkauft. Wo du warst? Oh. Da hinten? Nein, ganz hinten, Markus. Ach, da. Da, ganz hinten. Thomas, Markus, Maike, du musst zu dem Typen hier im Zelt links neben dir, in dem blauen Zelt. In dem blauen Zelt. Das ist rot? In dem blauen Zelt. Das ist Ausrüstung. Wer möchte Tee haben? Möchtest du Tee haben? Ich möchte auch keinen Tee. Was ist mit dem Schiff passiert? Oh nee, was ist denn jetzt schon wieder? Das steht gute 15 Meter weiter vor. Ja, das ist immer so. Du bist doch richtig gegangen. Gedriftet sozusagen. Ja, ich bin da aber genau auf dem Steg ausgestiegen. Und jetzt steht es 20 Meter hinter mir. Max hat recht, ja. Es ist noch ein bisschen gedriftet. Ich kann es ja auch nicht ändern. Das ist immer so. Liegt vielleicht daran, dass wir den halben Steg mitgenommen haben. Na. Oh, ich hab mal eine Kiste mit den Schädeln verkauft. Dann vielleicht ja. Du weißt ja wohin damit oder nicht? Nein, zum Schädelsammler, zu den Typen. Der Schädelsammlerin. Ich hab eine blaue Kiste verkauft. Okay. Wie sieht's denn eigentlich mit Freigetränken aus bei dem Geschleppe? Da hast du überall Wasser, sauf was du kannst. Was ist mit Team-Events? Das ist Salz. In Team-Events, das kommt später. Das machen wir dann, wenn wir uns die ganze Kohle verdient haben und gegenseitig hinwerfen können. Kostenlose Rumspender? Klingelt's da bei dir? Ja, ich dafür. Bin ich dabei. E-Boot? Wo sollen wir es denn hinrum spenden? Kostenlose Benutzung von Schiffen? Hm? Wie sieht's damit aus? Toll! Klasse! 1227 Goldstückchen, na, das ist ja mal ordentlich. Wie viel Gold habt ihr jetzt eigentlich so? Goldnis. Zu wenig. Frag nur deshalb, um zu wissen, wie viel Truhen wir jetzt noch hier schleppen müssen. Einige. Okay. Definitiv einige. 105. Ah, Mann. Wo gehen die Geistertruhen hin? Achso. Zum blauen Typ mit dem komischen kleinen Zelt, oder? Hat sie erledigt. Ich habe jetzt einen Schädel. Auch in den Typ, in den kleinen Zelt? Nein. Nee. Bei der Ische unterm Händler. Unterm großen Händlergebäude ist. Ja, die Geistertruhen kann ich nicht mehr verkaufen. Mit Schädeln rum. Was? Okay. Da ist eine spezielle Truhe, die ich habe. Wo muss ich denn da hin? Ich habe auch eine spezielle, oder? Ja, nimm sie nicht. Bringen die zu einem Außenposten, müssen zu einem anderen Außenposten fahren. Die Asche der Verdammten hast du bestimmt, wa? Ja. Wer möchte meinen Schädel haben? Du hast nicht die ganze Schädelkiste mitgenommen. Die hab ich. Okay, wir schaffen Markus, da hoch, das Haus genau vor dir hoch. Wir schaffen das wieder aufs Schiff und müssen dann zu einem anderen Posten fahren. Ja, es liegt aber noch was im Schiff. So, zu der hier? Ja. Das hat sie angefühlt, das hat mich viel mehr aufs Boot geschleppt, als wir jetzt rausgeschleppt haben. 1601 Dollar, jetzt läuft der Rubel hier. Jetzt. Ich leg das mal dahin. Hier ist noch ein Schädel der Verdammten, dann ist hier noch ein Meerjungfrauen. Kurze Zwischenfrage, wie sieht's mit dem zusätzlichen freien Tag aus? Kommt drauf an. Du hast die ganze Woche frei, du bist einen Tag arbeiten, reicht dich zusammen. Weißt du? Das ist aber harte Arbeit für den Tag. Die ganze Woche im Pub uns aufen, weißt du? Und einen Tag. Ich musste jetzt einen halben. Also einen Tag. Weißt du, und weil er einen Tag so ganz total schwere Spektralkisten tragen muss, weißt du? Spektralkisten. Die Schwäbe von allein. Ich muss den halben Tag nüchtern bleiben, das ist doch kacke. Die gar kein Gewicht haben, die Spektralkisten. Also. Okay, dieser Schädel der Verdammten kann auch hier nicht abgegeben werden, muss auch zu einem. Also meiner ging. Ja, es muss zu einem Verdammten. Für diesen Verdammten Lager, wo wir schon das Truhe hier, wo abgegeben haben.
Ja, hallo? Ja. Nee, die geht's nur bei Uni. Nee, die gehen alle nicht. Das ist, wir haben mit so einem Schädel der Verdammten und zwei Asche der Verdammten. Das sind nur noch die Das müssen wir bei dem Dings abgeben, wo es letzte Mal war. Beim Außenposten der Verdammten. Thomas. Nehm ich an. Ja, gab's da nicht eine Insel der Verdammten? Ja. Aber hier, hier ist noch ein Gold-Ding. Ein Gold der Verdammten? Nein, goldener Kelch. Ein Goldi-Kelch. Ein goldener Elch? Ja. Ich gehe den goldenen Kelch. Ist ein Schädel? Ach, den kann man hier. Doch, den Schädel kann man doch hier verkaufen. Nein. Oder? Der auch nicht. Das ist ein Schädel der Verdammten. Alles, was der Verdammten ist, müssen wir woanders hinbringen. Okay, habe ich verstanden. Also, muss ich jetzt klären, wo ist ein Außenposten der Verdammten oder sowas? Genau, wo ist hier so ein verdammter Außenposten? Wo ist hier so ein verdammter Außenposten, genau. Gut, Abfahrt. Abfahrt. Wir haben keine Zeit, wir brauchen Geld. Ich hab noch einen goldenen Kelch verkauft, der war schön. Ey, guck mal, ich bin von 106 zu 126.000, also das ist schon... Ja, ich hab gute 28.000 Gold gemacht. Knete Papete. Also wir haben hier einen Außenposten, Gallows Grave, und oben drüber ist ein Festung der verräterischen Schicksals. Okay. Wissen wir, was so ein verdammter Außenposten ist? Nee, wissen wir jetzt im Moment noch nicht, aber wir bleiben das einfach erstmal auf dem Schiff. Wegen den paar Dingern ist es eigentlich relativ locker. Und werden den nächsten Außenposten einnehmen. Nächsten, Mario, du kannst gerne wieder ans Steuer gehen jetzt. Ich habe mein Erfolgserlebnis. Bitte reden wir. Endlich wieder. Und jetzt bin ich ready auf den Arsch. Habt ihr ein Ziel? Du machst eine 180-Grad-Drehung und dann immer nach Osten. Okay. Dann Ankerlichten, Segel setzen. Bin dabei. Jetzt geht jeder nochmal aufs Klo und dann geht's ab. Jetzt pinkelt jeder nochmal ins Meer und dann geht's los. Ich bin an Bord. Alles gut. Jetzt herrscht hier wieder Zucht und Ordnung. Muss ja sicher gehen, nicht, dass der mit Taschentuch winkend dasteht. Goodbye, ja, also. My love, goodbye. Goodbye, auf Wiedersehen. Gibt's unter der Booty Isle gibt's noch die Festung der alten Meerbusen. Alter. Festung. Was? Die Festung des alten Meerbusens? Das klingt gut. Genau. Das klingt nach was, wo wir hinwollen. Und die Kisten mussten wir abgeben am Plünder aus dem Boston, ne? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich hab das nicht gemerkt, wie das Ding heißt. Wie sieht's denn da mit den Segeln aus? Bitte einmal ausrichten. Ja, ihr sucht derweile. Ich tu derweile mit. Ja, ich hier jetzt ausrichten, scheiß Segeln ausrichten. Richtung Osten, ne? Das Rädchen. Ach, das Rädchen, scheiße. Ja. Oh, ich verwechsel die Bedingungen. Ich bin nur zu faul zum Lesen, wenn ich ehrlich bin. Ja, die bis jetzt sind so risch gerade. Komplett anstellen. Ich weiß nicht, wie weit wir noch nach Osten drehen. Ein kleines bisschen, wir haben's gleich. Wo willst du hin? Zur Festung des verräterischen Schicksals. Alles klar. Ja. Jetzt fährst du genau drauf zu. Dreh zurück. Ja. Genau, wir fahren so schief, wie wir schief fahren können im Moment. Noch wieder. So, ich gehe auf den Außenposten gucken. Noch wieder 2 bis 3 Strich wieder Richtung Norden, bitte. Ja. Noch ein bisschen lass laufen. Lass laufen. Okay. Und okay, machen wir alle. Leute, wir fahren gerade wieder an einem Frakt vorbei. Es blinkert aber nicht. Achtung, gleich knallt's. Warum? Was ist denn wieder? Aua! Oh. Was war das? Ja, du bist über einen Frakt gefahren. Das sehe ich doch hier nicht. Gut, hat der Huber doch gerade gesagt, wir fahren voll auf einen Frakt drauf zu. Ich gehe mal unten kurz alles reparieren. Wir laufen voll schnell. Leute. Okay. Komm. Wenn ihr Hilfe braucht, einfach sagen. Ich gucke jetzt. Scheiße. Ich habe das nur so halb verstanden, was er gesagt hat. Das war ziemlich knapp. Oh Scheiße. Ich habe sie mich gerade gesehen, aber da war mir ein paar Meter schon. Ich war gerade oben. Da war es schon fast zu spät. Wir brauchen Hilfe. Okay. Ich komme runter. Ich bin da schon dabei. Oh Scheiße. Komm mal. Ich bin hier unterbrochen. Oh fuck. Tut ihr reparieren? In welche Schippen? Ja, ich bin hier. Wer repariert der Schipp? Geht zu dir in reparieren? Ich repariere. Okay, du reparierst der Schippen wir, alles klar. Gut. Ist schon wieder fast leer, Mensch. So, ich glaube, wir haben es. Sehr gut.
guck noch mal. Den Angehörter geschmissen? Meine Presse, du, da hat ein ganz schön. Also da ist der voll, aber auch wirklich voll über die Dinger gefahren. Ich hab's noch gar nicht verstanden, was er gesagt hat. Also, ja, ich hab mich gefragt. Da ist ein Schiffswrack und da liegen immer die Explosionsfässer mit rum. Da darfst du nicht drüber fahren. Ja, ich hab nur irgendwas verstanden mit Beschuss, deswegen dachte ich, wir werden beschossen. Genau, nee, ein Beschussfass. Ein Beschussfrack. Oh, fuck. Ich hab heute ein bisschen zu sehr am Rumgehen, das ist schon leid. Oh, kann weitergehen. Mach ich nicht mehr. So, aber wer hat. Marc, hast du den Anker rausgelassen? Nee, ich nicht, nee. Nee, ist alles gut. Wer hat denn den da? Runtergelassen? Wir stellen mal wieder. Nee, der wird wahrscheinlich kaputt gegangen sein. Nee, aber es ist keine schlechte Idee, wenn wir alle mit Löschen und sowas beschäftigt sind, dann ist es gut, wenn wir einen Anker rauslassen. Nee, dass wir gegen den zu fahren. Ja, genau. Warum ist das Kanonenrohr da nach oben? Egal. Wo guckst du hier jetzt schon wieder hin? Mein Rohr? Was? Wo? Hä? Okay. Warum guckt dein Rohr nach oben, Tiet? Markus, tust mal ein bisschen nach. Das ist für als Blitzabweiser. Rechts. Achso, ich dachte, du bist in Gefechtsbereitschaft. Feuerbord, ja. Ja, Ich hab ein Feuerwerk für uns alle. Ja. Echt? Das heißt das Hutfeuerwerk. Ne. Okay. Ist die Insel hier vor uns? Nein. Wir sind falsch gefahren. Fahre bitte hinter der Insel, ja? Ja. Hinter der Insel, mach ach, geil. Ungefähr 30 bis 35 Grad nach Backbord, also nach links. Du fährst dann direkt nach der Insel. Nach Nordost. Genau. Nach der Insel, bitte. Warum sind wir so langsam? Weil ja Wind und Gegenwind haben, oder? Weil wir haben Gegenwind, ja. Wenn du jetzt ein bisschen. Und auch wenig Wind, das ist ja nicht riesig. Wenn du jetzt sozusagen richtig eindrehst, dann nach der Insel müssen wir wieder so halbwegs Wind haben, dass wir weiterfahren können. Irgendwelche Fracks zu sehen? Frag für den Freund. Ja. Den jetzt schon wieder. Unser lieber Lemur. Cool. So, stopp, geradeaus. Siehst du die Insel dort jetzt so ungefähr? Ja. Da müssen wir hin. Ach, das leuchtende, die leuchtende Insel da? Die kleine, die leuchtende Festung, ja. Sind wir ja völlig falsch gewesen jetzt. Ja, ne, wir waren ja alle mit Löschen. Nein! Nein, ich hab doch nicht gesagt rechts, ich hab gesagt geradeaus. Nicht die große leuchtende. Du hast die leuchtende Insel dahin gesagt. Die leuchtende Insel hast du gesagt, ja. Ja, ungefähr. Ja, ich sehe sie. Die kleine da ganz hinten. Die kleine, genau, diese kleine. Backbord. Dieses kleine Pummel, die man aus dem Wasser guckt. Ja, ja. Alles klärchen. Ich habe hier am Baden immer. So, ich habe mal den Mast repariert. Okay. So. Ja, bei der massiven Explosion kaputt gegangen ist. Weiß gar nicht, wie die geschehen konnte. So, jetzt fahren wir ungefähr in die richtige Richtung. Aber der Wind kommt uns entgegen, was gerade richtig doof ist. Wir könnten nächstes Mal alles nach Steuerbord eindrehen, vielleicht da ein bisschen mehr Wind. Bis jetzt sieht es so noch ruhig aus, wir haben noch keine Gegner irgendwo. Noch keinen gespottet bis jetzt. Ich finde auch einfach ausnahmsweise mal alle für sich selbst spielen. Also ich meine natürlich nicht an sich selbst rumspielen. Ausnahmsweise alle an sich selbst rum, was? Über was redet ihr hier eigentlich? Wir reden darüber, die Segel in die andere Richtung zu stellen. Über das ganz normale Piratenleben. Wir müssen an den Segeln rumspielen, haben wir gesagt. Ja. Hast du das nicht verstanden? Sind so viele Worte heute. Ich meine, ich habe einen begrenzten Wortschatz. Ist ja schön, geht es viel besser. Wir haben ja auch. Ein Wortschatz, bis sie das rumspielen. Ja, du willst mit rumspülen, das ist was anderes. Ja. Hab ich rumgehört? Ja. Apropos, die Musik lässt dieser Tage sehr zu wünschen übrig. Ach, der Junge will unterhalten werden.
Row, row, row your boat gently downstream. Geht doch. Many, 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 life is but a dream. Ja, das klingt gut. Weiter. Nicht aufhören. Im Wagen, im Schiff vor mir fährt ein blonder Captain. Eine junge Piratenbraut. Sie sieht gut aus und sie scheint reich zu sein. Sie hat einen fetten Arsch. Also bitte ein bisschen Anstand. Erster Strike. Ja, erster Strike. Da geht's doch. Ja. Danke. Hier kannst du ja singen und sie scheint feucht zu sein. Wir sind ja auf See. Ja, stimmt. Ja. Dann kann man das ja nicht falsch verstehen. Ja, gut. Das würde ich jetzt so... Das ist ja gar nicht mal so unrecht. Ja, nee, das ist ja. Hatte doch, vielleicht gerade hier ihrem Bootsmann das Leben gerettet, indem sie tief ins Wasser eingetaucht ist. Vielleicht wurde ihr auch das Leben gerettet, indem man tief ins Wasser eingetaucht ist. Wie auch immer. Ja, okay. Das ist nicht erfahren. Hier, Max, aber du hast die anderen, ich hab die nämlich geladen. Du lenkst mich hier ab? Was machst denn du? Ich? Nix. Nee, hier ist er, Maxo. Es ist nur schon Weihnachten. Mist, wir fahren auf die Insel. Oh, okay. Ja. Ein guter Song. Danke. Bisschen Trommel wäre jetzt noch schön. Ja, ich hätte euch gleich selber. Ich hätte ja was zum anderen. Entschuldigung. Bitte was? Klingt schon gut. Okay. Hier wird nichts angebrannt. Wir reden nicht über Feuer an Deck. Wir lassen nichts anbrennen. Wir sind wieder scheiße. Sogar mit Lichtershow. Das wird richtig gut. Das wird immer besser, Jungs. Immer besser. Hey Leute, macht euch langsam. Wir kommen immer näher. Um seinen Scheiß krähen. So schön, wie das auch ist mit eurer Musik, aber wir sollten uns langsam auf den Anker fokussieren. Nein. Vor allen Dingen, sagt Bescheid, wenn ihr Hilfe braucht. Wir brauchen Hilfe. Sagt Bescheid, wenn ihr Hilfe braucht. Wir brauchen Hilfe. Ich warte nun. Sagt Bescheid, wenn ihr Hilfe braucht. Wir brauchen Hilfe. Also es muss schon wirklich wichtig sein, wenn ich von meinem Balkon hier oben runterkommen will. Weißt du, er soll... Ja, alles gut. Ja, wenn das Schiff untergeht, kommst du automatisch schon runter, wenn der Mast untergeht. Ja, siehst du. Achtung, es wird geschossen. Oh, die Feuerwerkskiste ist ja leer. Ja klar, die habe ich alle verschossen. Ja, Max hat schon alle verschossen. Warum schießen die? So bleiben wir in Wissmorgers. Wir sind aber keine Freunde, oder? Theoretisch, fahrt mal dahinter. Da müsste dieser Eingang sein, wo diese Truhdinger sind, wo man laden kann. Wir gehen doch einfach aus. Da geht's doch schneller. Lass uns mal das Laden probieren. Immer schon dabei sind. Bisschen weiter links. Lass uns doch mal dahinter fahren. Backboard. Gut, so bleiben. So super. Gerade. Okay. Ey, das sind wirklich die Geister an den Kanonen. Schmeiß raus das Ding. Die sind weg. Jetzt bist du aber so, wieder so, dass du nicht rausholen kannst mit dem Ding, oder? Doch, es geht, du kommst gerade so drauf. Aber hier hinten hast du halt, kannst du das mit dem Dings laden, das wäre viel einfacher. Aber nee, ja. Ich weiß ja nicht. Ja, bis wir dann irgendwann dort so eingeparkt sind, dass wir das so da ausfahren können. Mensch, wir haben 2 Stunden drin, ihr alten Pussys, dann fahren wir halt mal ringsrum. Aua! Wir müssen an unserer wertschätzenden Kommunikation arbeiten, nachdem wir die hier niedergemetzelt haben und kunstig. Wir haben keine wertschätzende Kommunikation. Wert was? Nein, sowas besitzen wir nicht. Wir sammeln nur Wert. Wir schreien uns jeder mit unseren mäßigen Skills gegenseitig an und das war's. Waren wir nicht schon mal? Kommt mir so bekannt vor. Ja, es ist Wir sind ähnlich oft gebaut, das sind bloß andere Leute rum. Okay, wir schnetzeln diesmal alles und dann tun wir. Okay. Dann tun wir erstmal pro Raum hier durchschnetzeln und gucken. Ja. Jedes Mal Geräusche kommt und vom Typen. Schalalalala. Ich nehme die Schatzkiste und Schatz aus. Ja, danke. Ich werde bald umgebracht. Wir können hier nichts. Aber ist egal, ich habe die Schatzkiste. Genau. Kiste. Super, ich bin schon da. Auf. Okay, was ist nun? Schwein. Du blödes Phantom! Phantom, wo ist der Opa? Haben wir nicht mal irgendwas zu Zweiergruppen gesagt? Max, wo bist du hin? Thomas!
Ich hab gedacht, ich mach jetzt Opa, wenn wir so verdummern. Kommt hier jetzt noch mal jemand mit hoch? Phantom, der Opa. Der Opa von Aua! Aua! Scheiße, ich bin gleich tot! Hilfe! Mit der Unterstützung müssen wir mal klären. Dann geh raus und friss Erschnurs. So wie immer. So, gut, danke schön. Achtung, da ist wieder einer. Dem habt's aber gegeben. Ja, aber. Das Gute ist, bei Phantom, da werden die Schwerter nicht stumpf. Das ist scheiße praktisch, das stimmt. Muss ich dir allerdings, ja. Ach, das scheint schönes Wetter hier. Guck dir das an, herrlich. Die Sonne scheint. Aber das sieht so aus, als hätte, das sieht ja so ein bisschen neblig aus, als hätte Bandi überall hingepupst. Entschuldigung, oh, ja. Das liegt an dem Boden. So, wo seid ihr? Oh! Überfall! Die sind irgendwie komischer drauf als die letzten. Ja, die sind so. Geil, ich hab Kokosnüsse gefunden. Nom, nom. Warum wollen die mir alle ihren Säbel zeigen? Dann solltest du. Du bist ja da oben auf dem Redestand. Ich hab's zuerst gesehen. Stimmt. Dann solltest du vielleicht einfach mal deine Banane rausholen. Okay. Das ist deine Strategie. Rausholt. Okay. Ja, alle hochkommen und dann. Aber so. Ja, die spawnen 3 oder 4 Mal, aber ist der Captain dann gespawnt irgendwann. Jo, ach ja. Ach ja. Au, von wem hab ich. Wer hat den mir jetzt geschnetzelt? Das ist ein Chemie-OP zu zweit hier, ne? Oder zu viert. Aua! Wo kommt das denn? Au, au, au! Ja, ich krieg auch ständig von irgendwo Schaden. Der Opa, der oh, fuck. Bei mir buggt schon wieder mein Server kurz. Boah, hier in den Türmen sind kleine Kästchen. Mhm. Fuck. Irgendwo müsste der Captain spawnen. Dann ein Goldbeutel. Goldi! Lalalala! Hey, du sollst dich nicht rumsetzen! Entschuldigung. Oh, wer kommt mit mir und guckt mal nochmal ein, zwei Etagen-Häumchen? Ich? Na, auf geht's. Ach fuck, ich versuch's aber. Bei mir buggt's gerade. Ich bin oben. Alles gut, Kuba. Fuck, ich kann nicht laufen. Ich hab eine Goldröhre liegt. Da stell ich hier in den blöden Turm. Stell ich hier in den blöden Turm. Geh doch runter. Okay, ich komme. Ich hab da eine Reliquie hingelegt. Nicht wundern. Ah ja, ein heißer Ritt. Das war nicht mein erstes Rodeo-Cowboy. Ja, wenn ihr da unten rumeiert, könnt ihr mal gucken, ob ihr irgendwo den Schlüssel findet in irgendeinem Regal. Für die obere Munitionslager hier. Gegner! Die Musik ist ja auch gar nicht nervig. Ja. Achtung, hinter euch! Ihr bordeten Streckschweine! Kurz was für Weicheier! So ein kräftiger Porter! Oh, wo ist er jetzt? Bim, bim, bim. Dreimal. Könnte sein. Hier ist der Captain. Ja, Captain. Captain der Festung! Der festliche Captain sozusagen. Ja, lass sie hochkommen. Ja, lass sie reinkommen. Achso, ich bin unten. Lass sie reinströmen, genau. Hände dir! Da war ja noch gar nicht breit. Hinter euch! Jetzt hammern! Ich hab den Schatzkammerschlüssel, ich geh auf diesen. Ja, ich mach erstmal den Lagerschlüssel von oben auf. Genau, näher. Ich geh jetzt unten aufschließen, tue schon mal die Kiste rüber schaffen und die Waren sofort. Endlich ist hier mal Ruhe im Karton. So, ich nehme jetzt meine Reliquie, die ich schon die ganze Zeit rüber schaffen wollte. Eine Aufregung. Ja, entspannt. So. Ich mach hier auf, Jungs, ne? Also oben sind wieder drei Sachen. Hab einen Schädel gefunden. Hasserfüllter Kopfgeldschädel, das klingt doch super. Rostigen Kopfgeldschädel.
Schwarziger Kopf. Super sympathisch. Haben wir hier nicht eine einfache kleine Kiste rumstellen? Da kannst du 3 Schädel reintun. Oh. Ich probier mal was. Oh. Oh. So, meine Reliquie muss ich wieder einsammeln. So, ich nehme mal hier ein Trost. Erstmal so. Probier mal was. Könnt ihr die Idioten haben auf irgendwelchen Inseln rumgegraben? Kommst du hier rum? Die Brüstung legen? Was wird das? Sonst wohin geschossen. Ja, da ist der Baum da vorne. Ja, Schulgott, schön ist den Baum. Lass die mal wo stehen, wo die anderen. Ja, tut mal die Schädel und sowas hier in die kleine Kiste rein. Den Kleinkram treffe ich nicht. Der muss weiter hoch. Hey! Mann, wie oft denn nur noch? Entschuldigung, wenn ich mich einmal triggert, dann geht das los. Ich bin da nun wirklich nicht so dick. Was? Was? Hä? Aber... Ganz dünnes Eis, Sportsfreund, ganz dünnes Eis. Ihr müsst die Drohnen mal ein Stückchen weiter nach hinten stellen, die stehen so noch an der Mauer. So dünn wie ich. Ganz dünn. Ja, danke! Kommt mir bekannt vor. Macht das ständig. Gut, dann nehme ich eben mal die Kisten und tue sie rein bereitstellen. Den Kleingraben müsst ihr dann so mit reinbringen, den kriege ich einfach nicht angehakt. Ja, ich hatte schon mal einmal komplett Kleingraben hier in die Kiste, in die eine Schatzkiste reingeschmissen. Wo ist denn die Kiste? Du machst sie leer. Muss ich ja wieder rüber schauen. Zieh mich einfach rüber. Und dann? Nein, ich habe den Schädel. Gut, danke. Jetzt ziehen die einfach aus der Hand. Ja, genau das funktioniert. So wie du jetzt standest, dann mal stehen. So, hattest du nur eigentlich den von oben den Schädel? Und nochmal. Ich habe von jetzt bis oben bloß ein was mitgebracht. Okay, jetzt hab ich dich komplett erwischt. Komisch. Also hast du sozusagen von oben den Schlüssel zwar schon aufgeschlossen, aber noch nicht mitgenommen. Noch nicht wirklich was mitgenommen, eine Kiste. Wir suchen sowieso nochmal alles ab. Bevor wir zurück. Ja, natürlich. Ja, wir haben jetzt ein bisschen was reingezogen. Ich komme jetzt wieder rüber und frage mich. Ja, ich will erstmal alles hier. Ja. Einprobieren. Will ich Platz nehmen für den Schädel? Super, suchst du schon wieder nach einem extra Ausgang? Ja, na, wissen wir. Oder baust du schon wieder irgendwelche Tunnel? Maxo, bist du noch da? Ja, ich bin mittlerweile auch am Tragen. Achso. Okay, aber mich tut sie bitte wieder Server hoppen. Klang werden wir. Lass dir Zeit, ich leg's einfach hier hin, können wir dann machen. So. Ja, auch egal. Ich hab... So, wir wissen ja, wo es liegt. Wenn du ein Serverproblem hast, willst du da aufs Boot gehen und reinziehen, das Zeug, oder? Ja, wäre vielleicht ganz gut. Ey, das war am Ohr vorbei! Ich habe hier aber irgendeine eine Taste gefunden, irgendeinen Geheimgang. Irgendwas macht's aus. Du ein Stückchen höher. Mann! Warum denn? Alter, hier ist ja ein Haufen Gold. Kann ich aber nicht einsammeln und kann ich den nicht nehmen. Bist du irgendwo der Geheimgang? Ständig wird man hier durch die Gegend gezogen. Warum kann ich den Haufen Gold einfach nicht benehmen? Ja. Jetzt kann ich nächstes Mal gucken, ob es besser läuft. Steht doch eine Kiste da, Digga. Ja, wir haben hier jede Menge Kisten, wir haben hier jede Menge Schädel. Alles, was man so braucht. Ja. Zurückgepackt. Ich war für jeden. Aber warum kannst du den scheiß Gold nicht einsammeln? Du kannst das Gold doch immer einsammeln. Oh. Ja, also das, was unten in der Kasse, in der Kammer lag, haben wir alles schon eingesammelt. Da waren die schon extra die Kisten. Okay, ich versuch's dann rüber zu laden. Kriegst du das Zeug? Weil da liegt ja noch ein riesiger Haufen hinter der Ecke. Ja, den, ich weiß nicht, guck mal, vielleicht das hingemacht. Was? Wer? Den Geruch nach zu urteilen, ja. Na bitte. Ich muss immer scheiße, was ist denn mit dem Server los? Ich krieg die Krise. Ich muss immer scheiße. Ist doch mal scheiße. Ja, ich hab völlig in Ordnung. Kannst du doch. Ich hätte niemand davon ab. Ist kein Problem, wir können kurz Pause machen. Überhaupt kein Thema. Wenn's kommt, dann kommt's. Völlig okay. Bei sowas bin ich immer dabei. Ja.
Da darf man, da versteht man noch keinen Spaß, das muss man dann auch mal durchziehen. Nee, das ist, wenn's raus muss, ist raus. Also, wenn's den Michael drückt, dann stehen wir auch hinter dir. Ja, aber ich lieber nicht, aber hier. Bitte? Dann steht er auch hinter mir? Bitte? Kannst du mir das Ding aus der Hand schieben? Yeah! Haha, sehr zielsicher, Kollege. Manchmal. Steht da noch was? Also, hey. Das war ein Schaf. Also. Hat er sich wieder reingezogen? Ich bin hier schon überall gewesen, mein Deutsch. Ich hör schon die Einschläge hier. Links, rechts, links, rechts. Ja, kling, 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 kling. So, also unten in der Schatzkammer ist er. Genau, die erste Etage habe ich gerade mit Marco, mit Cooper leer gemacht. Gut. Zweite Etage sind wir gerade am suchen und jetzt noch eine verzierte Giraffe. Eine Giraffe? Eine verzierte Giraffe. Eine rasierte Giraffe, das stimmt. Eine rasierte Giraffe, die sind doch selten, bring die mit. Hier, der Goldbeutel. Zack, eingesackt. Warte, hier, ich halte hoch. Hier, gucke. Upa, hier, guck, ich wink damit. Naja, warte mal. Eine ganz tolle Rasierung. Bei mir hängt es tief. So. Wieder links. Diesmal verfasst, beim auch mit dem. Wieder zu tief. Na, bei mir hängt es wieder, oder? Was brauchst du mit? Danke. Bitte. Oder ich geh mal, na gut, braucht ihr, dann mach das mal, sonst geh ich nochmal kurz raus und lädt mich nochmal ein. Ja, lass uns erstmal kurz zurückfahren, den Scheiß verkaufen, dann kannst du das Ganze nochmal machen. Damit du auch die Kohle mitkriegst, das wäre so ein Quatsch. Nee, bloß kurz nochmal wieder rein, oder? Da kriegst du mit, wenn du mich dann wieder einlädt. Er will nur das Spiel neu starten und wir laden ihn gleich wieder ein. Genau. Er spawnt doch sowieso auf dem Schiff. Und dann kann man im Bett schlafen, ein richtiges Bett. Dann nimmst du mit. Ja, was man nicht durch vier teilen muss. Wir hucken an das Ding. Aber ich denke, das hält hier immer. Ja, du willst doch immer. Nee, du liegst immer auf mir drauf. Ist kalt. Weißt du? Oh, mir ist kalt, ich will kuscheln. Das war einmal. Einmal. Da waren wir wirklich kalt. Da waren wir wirklich kalt. Das war einmal pro Nacht, war das? Ja. Weißt du, da kommt er immer so traurig angeschlichen. Tietsch. Mist kalt. Ich hab nicht geträumt. Ja, Jungfrau Rubin, liegt hier einfach rum. Genau, ich hab schlecht geträumt. Ja, ich war noch nicht alles. Und mir ist kalt. Und das war doch letztlich so angenehm. Das hat dir doch auch gefallen. Das hat dir doch auch gefallen. Das hat dir doch auch gefallen. Ich merke schon, in welche Richtung das geht. Ja, Kollegen. Also das ist... Aber hier. Du kennst es ja sowieso schon von Gaijin. Was, du bist meine Gaijin? Es gibt Jin? Es gibt... Das finde ich chinvoll. Nicht nur rum, sondern auch mal Gin zu trinken. Ja, ich habe letztens mir auch erstmal wieder... Mal kurz vom Rumbecken hier mal wieder Gin gegönnt, das war auch sehr ginvoll. Ja, das letzte Mal, wo ich in den Rum geguckt habe, bin ich ziemlich hart gefallen. Bist du nicht als Kind in das Rumfass reingefallen? Nein. Nein, sonst könnte ich dich jetzt unter den Tisch trinken. Stimmt. Das war der Zaubertrank, wo er reingefallen ist. Achso. Ja, der hat mich einfach nur fett gemacht. So, wir haben alles auseinandergenommen, wir haben alles gesammelt. Gut. Aber Max war vorher olympischer Skispringer. Ich bin nochmal durch. Ich habe nochmal durchgeguckt. Es sah gut aus. Habt alles. Dann abwarten. Jetzt bin ich olympischer. Aber wartet, ich bin noch nicht da. Jetzt scheint es gerade wieder zu gehen, okay. Wie gesagt, wenn zwischendurch was ist, dann sage ich, da gehe ich mal kurz raus und neu laden. Ja, jo. Jetzt geht's gerade wieder. Was bloß du voll zum Tragen? So, ich hab bloß nochmal so Außenordnung geguckt. Also ich hab ein Beweisvideo, Herr Bandi. Hey, Thomas, bleib mal da stehen. Weiß. Ich hab einen Videobeweis, so rum. Ding mal fälschen, nur. Hey. Leute, nicht alle. Dann machen wir schießen. Bitte eine Feuerwerkskanone pro Seite, der Rest wird mit Kanonenkugeln geladen. Ja, hab ich ja nur. So, Leinen los, Säge setzen, Wir müssen wahrscheinlich. Wir haben keine Leinen. Wir haben nur Anker. Anker in der Hose, los. Gebt mir mal eine Richtung. Osten. Hier, ich bin schon an Bord, ja. So. Ja, sehr gut. Genau. Hier ist jetzt 180 Grad Wende und dann wieder nach Süden. Essen. Südwesten.
Kisten, danke. Kommt sofort. Thomas, zählt der Strom, der allgemeine Strom auch als Objekt hier, ne? Ich glaube, ja. Gut. Zählt eigentlich Thomas auch als Objekt? Ich zähle ja. Es mal nicht. Kommt drauf an. Ein ziemlich großes. Wie spät das ist. Du altes Stück? No. Wenn er sich als Objekt fühlt, dann zählt er auch als Objekt. Wenn du mal versucht hast, mich aus dem Bett zu kriegen, dann ist das ein unbewegliches Objekt. Wenn du mal schon mal versucht hast, mich ins Bett zu kriegen, das So, ich glaube, wir sind jetzt auf Kurs, wir können die Segel einstellen. Obwohl die stehen eigentlich ganz dabei. Weiter. Immer noch drehen. Jo, insgesamt sieht es gut aus. Was siehst du insgesamt? Insgesamt. Siehst du hier vor bist uns, du mit der Gesamtsituation uns die kleine Insel mit dem Schiff da oben drauf? Ja. So, da müssen wir hin. Ach, das ist es. Da müssen wir hin. Ja, sehr gut. Da sind wir fast dran. Können wir noch ein bisschen einlenken hier? Genau. Das sieht so Bombe aus. Wir sind gleich da. Kuba, du kannst dich ruhig auslocken. Da bin ich noch nicht. Ja, ein Kapi-Gandalf. Gandulfe, bitte. Hä? Gandulfe? So. Ein Gandalf-Wesen, bitte, ja. Noch ein klein wenig nach Steuerbord. Ja. Gandalfus. Gandalfine. So, ich habe was Neues. Gandalle. Stopp. Allgemein. Geradeaus, weiter. Meine Freunde, wollt ihr Feuerwerk gucken? Ich habe ein neues gefunden. Ja, dann. Macht euch mal bereit. Warte. Wollen wir erstmal ankommen oder machen wir Ruhe dein Feuerwerk? Ja, wir. Du kannst dann dein Feuerwerk machen, wenn wir alles verkauft haben. Das wäre das Beste. Jawohl. Ja, eine ziemlich harte Insel, die da gerade kommt. Damit du nicht die Aufmerksamkeit auch noch und so. Ja, so wie du bist. Es ist das einwandfrei. So stehen, ja, so bleiben. Sieht wirklich cool aus. Oder vielleicht der Kay ist ein bisschen links, ne? Nö, das könnte passen. Ein ganz kleines Steuerbord. Kommt. Das sieht gut aus, okay, das sieht gut aus. Reicht gut. Anker, fertig machen. Jetzt nochmal Steuerbord. Und raus. Das sieht doch gut aus. Na, das nenne ich mal eine Musterlandung hier. Oh. Ja, ich doch. Das war eine geile. Was war? Was? Ich schwimme was im Wasser. Ne, Kiste, da angelst du doch einfach rein. Du standst doch an dem Ding. Ja, ich kann doch nicht so weit nach hinten. Au, mich hat den angegriffen. Eine Lagerkiste. Ist irgendwas drin? Ey, Leute, mich hat jemand angegriffen. Ich wurde hier runtergeschossen. Achtung. Oh, nee, oder? Hä? Ja, nur ein Bug gewesen sein, mich hat gerade noch verletzt. Und es klang wie ein Schuss. Stolpern, hast du den Zeh gestoßen und bist reingefallen. Das klingt wie ein Schuss. Hier, bleibt mal auf dem Schiff. Ich nehme erstmal so eine verzierte Karaffe und dann. Achso, jetzt habe ich gerade die Kiste hier. Ja, ist egal. Da einfach raus, das Zeug. So, jetzt ein Jucker. Einfach raus. Wir sehen im Moment noch keinen. Einfach raus mit dem Zeug. Das sage ich auch immer. Einfach raus mit dem Zeug, einfach raus. Ist es nicht in dem Fall einfach rein bei dir? Lass es einfach zu. Okay. Boah, aber wir müssen jetzt unter dem Rock gucken. Nee, Maxon. Ja, ich mach totale Trick-Jumps. Ich tu beim Springen an die Leiter greifen. Gerade mal, Alter. Total. Nein. Ich bin drunter, ich wollte so machen. Ich habe mich noch nie so ganz an das Selbst gewöhnt. Das geht nur auf, wenn du auf das Schiff springst. Wenn du schnell genug bist. Wenn du die Kiste in der Hand hast, funktioniert das nicht. Stimmt. Nein, Cooper. Zu dem Typen im Zelt. Bei denen gibst du nur diese handelbaren exotischen Objekte und so. Typen im Zelt. Cocktailschädel müsste auch bei dem Kleinen sein. Bei dem Typen. Halt. Kriegen wir die Asche der verdammten Kisten weg? Pavillon des Seelenordens, das war hier. Ja, Cooper tut sich neu einlocken und wir suchen in der Zeit, wo wir hin müssen zum Ding.
Lass aber jetzt laden wir trotzdem erstmal fertig ab. Ja. In Ruhe alles verkaufen, ja. Mann, das war ja klar. Wir wollten ja nur schon mal einen kleinen nächsten Plan. Okay, welchen Arsch habe ich jetzt formiert hier? Okay. Ey, wie redest du nur über deine Kollegen? Wenn es dicker ist, könnte ich gewesen sein. Nee, weil ich immer die Leiter greife, aber kurz vorher springt den auf die Leiter, weißt du? Und dann bin ich immer kurz also mit dem Kopf ja, quasi. Ja, das ist Glück, dass du dich nicht nochmal. Das ist Glück, dass du dich noch nicht bis jetzt noch nicht vergriffen hast. Das stimmt. Ich hab die Leiter. Nein, hast du nicht! Nein, hast du nicht. Oh, hab ich nicht. Aha! Hab ich nicht, nein. Okay. Gott, ist die Leiter. Fühlt sich die Leiter komisch an. Hab ich nicht die Leiter. Ach, das ist wieder so eine komische, verwunschene Kiste. Scheiße. Und die riecht auch ganz schön komisch. Also ist die nass. Ich hab mal die Kisten der Verdammten. Stellen wir mal hier auf der rechten Seite hier rüber. Ja, die andere hat Cooper schon wieder rausgeschleppt. Ja, ich habe das hingeguckt und die leuchtet. Deswegen habe ich sie mitgenommen. Ich tue gleich wieder. Hoch. Und wie die Schatztruhe leuchtet. Hier ist noch eine Kiste mit Munition. Ne? Einmal frei, wir sind so ein gutes Team heute. Oh, Abfahrt, die anderen sind auf dem Plan. Heute läuft's doch mal. Die haben ja noch Schädel, na, die sind Ölschädel der Verdammten, ne? Ja, ja, verdammt, ja, okay. Verdammt! Verdammt, dammit. Das Ding haben wir nur noch. Herz der Natur, Feuerkiste, 4 von 5 aufnehmen. Achso, oh, 2000, das ist Feuerwerk. Krass. Ah, okay, ist Feuerwerk. Für den Rubin? Ja, Rubin ist geil. Ja. Geil. Ja, das lief doch, Mädels. Rubin, da kann man rein. Was war denn nun mit der Kiste, die Wasser schwimmt, Thomas? Das war eine leere Kiste. Also, waren im paar Stück Holz war noch drin. So, Michael lockt sich jetzt aus, oder was? Gut, ihr seid ready? Dann dann geh ich mal kurz raus, wa? Ja. Ich bin gleich wieder rein. Super. Also, kurze... Super. 7,5 Minuten Pause. Kurze Planung. Machen wir einen kurzen Break? Gut, okay. Dann würde ich sagen. Thomas, du musst gucken, wo die Insel ist. Du hast das letzte Mal. Ja, ich gucke. Guck direkt, ja. Gleich, noch nicht. So. Wir sind wieder zurück. Ja, kann natürlich sein, dass er jetzt auf einer Insel spawnt. Nee, ich bin an Deck. Ich bin da. Bin da. Okay. Aufnahme läuft weiter. Wir sind auch sehr gut. Wo wir auch. So. Was ist das Ziel? Oh nein, ich tue immer noch. So. Ach, leck mich doch, was ist denn los heute? Alter! Okay, mich haut's wieder raus. Alter, einfach groß halten, gib ihm. Okay, macht mal hier deine Verbindung zu Xbox Live oder unterbrochen. Bitte überprüfe deine Verbindung, versuche es erneut. Okay. Okay, ich geh mal raus, was ist denn heute los? Was ist der Wurm drin? Innerhalb eines bestimmten Zeitraums kannst du dich wieder anschließen. Links sind irgendwelche Sachen, zieh die mal. Oh, mein Internet. Na, mein Internet hat Schluck auf, Jungs. Rechts von unten, Schiff! Okay, jetzt hat mein Internet. Geil. Ja, ne, so ist das manchmal. So kann das sein. Das ist ein KI-Schiff. Das hat gerade tierisch Krach gemacht, wo das gespawnt ist. Alter, jetzt habe ich mir aber erschrocken, ey. Wo kommt das denn her? Ja, ich auch. Wollen wir das Segel nicht wieder setzen? Ja. Ihr seid bei mir auch kurz mal weg, hört ihr mich nur? Ich geh fix das Zeug holen. Ich drehe sowieso. Ja, dann hilf doch bitte mit beim Anker reinholen, Markus. Ach so, ja. Lass uns doch wenigstens das Zeug einsammeln. Ja. Wieso? So kämpfen sie gegen die dunklen Mächte. Nur Moment, die können auch nicht so schnell drehen. Der Leidenschaft. Die Leidenschaft. Und schon wieder habe ich nur... Scheiße, ich habe fiese Schlucköffe. Hast du Schlüpper auf? Oder? Ja, ich hab mein Internet hat viel Schlüpper auf. Das springt hier von. Die schießen alle gleichzeitig, dieses KI-Schiff. So, nochmal einladen, scheiße, bitte. Scheiße. So, jetzt fahr doch. Das macht das mit. Abfahrt. Nee, Papa versucht gerade hier wieder aufs Schiff zu kommen. Papa versucht gerade einzuschiffen. Oh, scheiße. Ja, du musst doch voll einschlagen, dass wir kämpfen können. Ich könnte euch helfen, oder muss mich einladen? Ja, ich bin Es ist gerade ungünstig! Du bist doch noch drinnen im Team! Ja, du bist noch im Team. Soll ich einfach Spiel starten gehen, oder? Ja, einfach Spiel starten. Okay. Ganz üble Geschichte. Die fahren weg, bleib gerade. Markus, bleib gerade.
Okay. Von meiner volle Kraft voraus. So, jetzt könnte Michael einladen, jetzt ist wieder Ruhe. Ja. Er ist noch drinnen in der Crew. Ich bin noch drinnen im Crew, müsste jetzt gehen. Mein sieht aus, als wäre mein Internet stabil. Jetzt kommt auch wieder rare Ware, scheiße. Schätze und Reichtümer im Überfluss. Nee, warte, ich will wieder zum Team zurück. Jetzt kommt dieses scheiß Intro schon wieder, ich krieg die Krise. Das war irgendwie ein Vent, das kommt vorher extrem gruselige Musik. Ja, das Schiff ist aber abgehauen, Alter. Hast du das gedreht? Ja, ich hab einen Schädel, einen verdammten Schädel, den hab ich mit reingepackt. Ist mir klar, ich will jetzt einfach wieder zu meiner Besatzung zurück. Ich fahr jetzt weiter westlich, ja? Du fährst jetzt. Moment. Du fährst jetzt. Nö, brauchst du eigentlich nicht. Bleib dir das mal genau auf Kurs. Einfach auf Kurs. Und sonst bei euch, Jungs. Halt den Kurs. Salz kratzt ein bisschen im Hintern, aber ansonsten ganz angenehm. Ist aber gut oder da oder nicht? Bei mir hat das Intro nochmal durch. Ja, dann tust du auch unterbrechen, das Intro. Mit was denn? Leertaste, Escape? Escape? Ach, Escape Leertaste geht. Leertaste oder? Ja. Maus geht nicht, Leertaste ging auch nicht, aber Escape ging. Möchtest du der vorherigen Sitzung? Ja, natürlich. Ja. Brauch nicht so blöde. Wir warten hier monatelang, Gregor. Monate. Also ich muss ja sagen, wenn ich nach links gucke, ich fühle mich nicht beobachtet. Was meinst du, den Totkopf? Ja. Okay, mein Netz dürfte jetzt schon... Ja, stimmt. Der guckt so böse irgendwie. Ja, der zugeknüpft ein Auge. Der guckt so, ich sag so labil. So. Wie jetzt? So wie die Leute mit den Vans und mit den Süßigkeiten? Ja, genau, hauptsächlich so wie mit den Süßigkeiten. Du. Nein, ich habe eine rot leuchtende Todeskopfflagge. Das sind die Leute, die ihre Vans... benennen, als ob Kinder ein Schläfchen machen dürfen. Ja? Okay. Kidnapping? Also Kidnapping Mobile. Oder. Okay, das ist schon wieder grenzwertig. ist okay, die jetzt bitte. Wir führen das jetzt nicht aus. So, ich geh mal kurz unter Deck hier. Gehen wir unter Deck. Was ist denn jetzt unser Ziel? Er hat die Piratenflagge schon wieder. Wir hatten die leuchtende gehisst schon wieder. Wir werden noch gesehen auf der Map. Das war auch der letztens gemeckert hat, wo die gehisst wurde, weißt du? Mach das. Hier, Markus. Ja. Ich möchte dich bitten. Mark, bitte, ja. Bandi? Ja. Bandi. Ja. Weiter südlich, bitte. Weiter südlich, okay, ja, okay. Weiter südlich, bitte drehen Sie. Also 30 Grad. 30 Grad südlich. Ich sag dir, wann du aufhören kannst zu drehen. Zielflagge, machen wir jetzt ein Rennen oder was? Sag mir wieder geradeaus. Ah ja, besser als Standort. Okay, Kurs halten. Wo machen wir jetzt hin, Jungs? Oh, die leuchtrote Flagge sieht schön aus. Wir fahren jetzt nach Reaper's Hideout. Mhm. Das ist eine kleine Insel, wo wir diese ganzen Schädel der Verdammten das Zeug noch abgeben. Ja, das Verdammten verkaufen. Sehr gut. Profit! Das ist hier ganz leicht. Links vor uns, die Insel müsste es sein. Das beleuchtete Ding da. Mit den Feuerchen. Was aussieht wie so ein Aluhelm. Jetzt, wo du es sagst. Prinzipiell ja. Also wenn wir geradeaus drauf zufahren, dann ja. Annie, ganz auf. Ja, Max, könntest du mal dein Fernrohr aus meinem Gesicht nehmen? Bitte? Was macht ihr da? Nee, dann Gott, ist es... Gott, du hast einen grauen Star. Ich hab nicht nur einen grauen Star. Sein Grau ist gleich Star. Ich bin der Star. Kringo ist da. Ringo? Ringo oder John? Thomas, ich bin schon aus durch. Echt? Wieso? Wir machen jetzt Vorsorgeuntersuchung. Bitte, was macht ihr denn da unten? Juck dich und husten. Das Fernrohr muss da rein. Das sieht komisch aus. Ich muss da mal nachgucken. Das ist doch aber... Also mir gefällt das gar nicht, diese Untersuchung.
Ja, das war damals die Darmuntersuchung. Da gab es noch nicht so gute kleine Mini-Schläuche mit Kameras. Das haben die mit zum Anlegen oder? Ne? Mit dem Fernrohr. Ja, also, gemacht. Damals. Also entweder ist die Karte so nicht das. Wirklich. Also laut Karte musst du weiter nach Backbord, nach Steuerbord, ungefähr 2 Grad, 3 Grad. Laut Karte. Das ist doch die große Insel jetzt hier, oder? Ist doch die große Insel. Da fahre ich genau drauf zu. Deine Karte ist kacke. Ja, ich weiß. Wir haben jetzt hier wieder behaart geschossen, genötigt. Ja, das ist wieder diese hässliche große Insel, die nicht eingetragen ist. Ja, genau das meine ich ja. Ach, da vorne ist ein kleiner Steg, ich sehe ihn. Fertig machen. Nein, das ist nicht die richtige, das ist andere Seite, du musst in die andere Richtung lenken. Ja genau, du musst weiter und weiter nach Steuerbord. Also das ist nicht die große hier. Komm, nein, Strom, das ist die ist nicht eingetragen. Die hier ist nicht eingetragen, genau. Das ist eine neue heime Insel. Ich würde sagen. Ja, ja, halt. Da vorne ist das, ja, jetzt sehe ich einer. Halt den Kurs. Nein, auch nicht die Insel. Die da halt hinten. Kurs. Jetzt genau vor uns. Ja, ja, da sieht man ja so wie so ein Kuhfladen, so ein bisschen. Ja, genau, die ist wirklich nicht leicht zu sehen, aber hier vorne sieht man sie. Die ist nicht leicht zu sehen, aber hier vorne sieht man sie. Ja, hier vorne vor uns halt hier die Insel, die ist. Ja, ja, hab ich schon verstanden. Bug voraus! Aber links ist doch hier der Steg, sehe ich das richtig? Also ein kleines bisschen weiter nach Backbord, ja. Ja. Ah, das sieht doch nach einem Steg. Nach einem Steg aus. Steg? Steg? Steg. Hat Steg gesagt. Huber unter Deck, schön die Kartoffeln schon mal brutzeln. Fürs Steg. Lass den nicht immer weg, da brennt das Schiff für uns wieder. Das ist mir einmal passiert. Anker setzen. Jetzt auch nicht. Das ist die Insel? Warum würde das als würde der Antler 10 Minuten brauchen, um bis zum Wasser zu kommen. Und meine, wenn ihr eure Schnabel hinter dahin bewegt habt, da sind wir schon 10 Minuten gefahren. Warum war das so grün? Ich hab schon wieder Angst, bitte. Nee, Reaper's Hideout ist, dort kann man diesen verdammten Zeug verkaufen. Ja, warum wird das so grün hier? Ja, ich sehe nicht mehr wirklich was. Max, bist du die am Die Leute Wind? Bereit für den Anker, ne? Ja, bereit machen. Wir steuern direkt drauf zu. Das wird eine Pumpe. Du bist vorne. Jetzt zündet! Okay. Oh, zündet langsam den Knaller! Zündet langsam den Knaller! Oh, perfekt! Besser geht nicht! Wie ich das wieder gemacht habe. Echt gesagt. Bremst das Ding, dann wird das schön gehen. Ringe, ding, ding, ding. Hier so eine schöne Kiste hier. Jeder eine Kiste. Ene mene miste. Und der letzte was wird da in der Kiste. Und der letzte wird gefiste. Was? Wem rabbelt es in der Kiste? Ja, wird gefehlt. Was rabbelt im Karton? Dim, dong, dim, dong, 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 dong. Okay, nein. Ey, musikalisch sind wir echt gut drauf. Die jetzt hinterher, oder? Ja, ja. Ich weiß es aber gar nicht, wo ich hin. Ach so! Wir sind noch zur Gärtenseite angehalten. Das war hier der Typ. Hey! Hast du da verdammt? 1200, ich schon live da! Ich will gar nicht mehr so einladen aus hier. Was ist das hier für ein Typ? 1257, oh, jetzt läuft's. Jetzt Alter, läuft's. Alter, Knete, Bobete. Meine war 1300, ich bin besser als ihr. Das ist das FTP-Piratenschiff. Du wurde aus der Gruppe entfernt. Wir haben, glaube ich, auch noch. Könnt ihr den Knast stecken, wenn wir wollen? Ich bin immer noch dafür. Wir haben dich gewahrt, du wolltest dich hören, also. Puh, ich bin auch gut. Knochenansehen ist erhöht worden, es läuft. Knitterknochen ansehen, ja, auch Knitterknochen. So, bei wie viel Gold steht man jetzt im Moment? Tja, mein verdammten Schädel. Ach, hier ist der Leiter, die habe ich von gar nicht gesehen. Schädel bei wieder niemand anders ran oder auch da? Bei demselben Typen verkommen. Okay, bei demselben Typen. Hier gibt es bloß einen, der hat ein ganzes einsames Leben. Deswegen sammeln wir die ganzen Schädel und Kisten. Ah, toll. Ich habe es ja wirklich geschafft, am Steg vorbeizuspringen. Oh. Ich auch. Er hofft, in den Kisten ist eine geile Pornosammlung drin. Deswegen. Ah, okay, der sammelt so Schädel. Schädelpornos. Leute, wo steht denn jetzt beim Gold? Ihr wisst ja, warum das Seemannsbraut heißt, oder? Nee, wie erzählen wir? Okay. Und ich frage noch einmal, wo steht ihr beim Gold? Also ich habe jetzt aktuell... Wo sehe ich denn das? Ich habe jetzt... 154.000. Ich habe 142.
Also sind wir noch weit entfernt, okay. 200 brauchen wir, ne? Oder 250, oder wie viel? 500. 500? Ach du Scheiße. Ja, wenn wir jetzt weiter so eine Insel machen, dann geht das ja relativ zügig. Sehen Sie, die nächsten 50 Folgen. Ich bin bei 164. Also ich finde, dass wir haben ja noch übrigens noch eine verzierte Karaffe. Können wir die auch abgeben? Eine rasierte Giraffe? Lass die mal auf dem Captain's Tisch stehen. Warum zum Ende haben wir eine rasierte Giraffe auf dem Boot? Weil es geil ist. Weil wir es können. Oh, schönes Modell. Guck mal, wir haben darüber gesprochen. Bitte? Ich habe gesagt, du sollst deine Triebe unter Kontrolle kriegen. Aber wenn ich doch so eine rasierte... Also nach der Pavian-Geschichte in der letzten Woche, weißt du? Pavian-Geschichte, weißt du? Und dann tut er sich auch noch mit dem Tentakel selber streicheln. Ich hab's gesagt. Ja. Na, was denkst du, warum seid das Vieh auf euch losgegangen ist? Wo ist, Herr Bandi, wo sind Sie? Oben auf... Also bist du oben, alles klar. Gut. Oh. Dann werde ich dir mal eine Richtung vorgeben. Ja, gib mir mal eine Richtung vor. Ich halt wieder Ausschau, wenn irgendwelche Kackbratzen uns wieder nerven wollen. So, auf jeden Fall nach Süden. Naja, wir müssen erstmal kurz an dem Steg vorbei, sonst ramme ich das mit dem Heck. Ist ja auch nicht cool. Haben wir einen blauen Hintern hier, das gibt's auch nicht. Und eindrehen. So, ich tue es mal markieren. Da mal eine monströse Insel links von uns. Ja. Wo? Rechts von uns. Alle eindrehen, wo? Alle eindrehen. Stopp, ja, eindrehen, du Hund. Gerade. Geradeaus ist übrigens auch wieder Wrackzeug. Ich sehe Vögel. Ja, ich sehe die Vögel gerade. Du musst bloß sagen, ob irgendwas Rotes im Wasser ist oder nicht. Bis jetzt sehe ich noch nicht. Ich behalte es im Blick. Ein bisschen Steuerbord. Ja, ich drehe ein. Ja, drehe aber. Wenn Schiffe irgendwas Rotes im Wasser ist, versuche ich es vorher rauszufischen. Ja, ich sag Bescheid, ich guck mal. Ja, weiter gut, reicht zu, geradeaus, einpendeln. Gut. So wie du jetzt bist, müssten wir genau dran vorbeifahren. Ja. Volle Kraft voraus. Wir haben auch Steuerbord, wir fahren, ich sehe. Wie viel ist noch im Wasser? Nichts Rotes, ich sehe bloß einen Arsch, sehe ich vom Schiff, aber nicht schwimmen. Ah, ich fahr trotzdem mal vorbei. Ja, aber ich sehe nicht schwimmen. Wir fahren ganz genau vorbei. Komm, wir fahren mal in diese komische lilane Kuppel rein. Genau, was ist das? Genau. Würde mich auch interessieren, komm, wir probieren es mal. Das müsste ein World Event sein. Hier ist ein Schiff neben uns untergegangen. Ja. Soll ich da reinfahren? Ja, kriegst du es auch schon mit? Fahr mal rein in das Lilane, mal gucken, was passiert. Ich bin der Einzige, der sich hier im Schiff kümmert wird, die Segel einstellt. Nee, ich pass auf, dass ich keine Sau. Was ist. Vögel. Wenn jetzt aber am Luft übrig bleibt, ja, ich weiß, das geht ja auch. Ich finde das auch wichtig, aber. So, herzlich willkommen beim Kampf gegen den Megalodon. Was? Ja, jetzt wieder ein bisschen Backbo und ein kleines bisschen, ja. Können wir einen Hai jagen? Bisschen Backboard, ja, Markus. Wollt ihr den jetzt auch rasieren, den Hai, oder was? Ja, natürlich. Natürlich. Wir machen Suppe. Da müssen wir natürlich sehen, dass wir einen Tigerhai finden. Das sind diese flauschigen Streifen. Genau. Und wir fahren jetzt voll durch. Mal sehen, was passiert. Hui. Und jetzt? Hat es bei euch auch so gekribbelt im Schritt? Also ich fand's heiß. Pass auf vor uns, Felsen. Ja, ich versuch da mitten durchzukommen. Ja, kannst du, sieht gut aus. Ach so, ist die Sache jetzt. Gut, ich geh runter. Was? Was denn? Ja, ich geh runter mit dem Brett in der Hand, der versucht da zwischendurch zu eiern. Ach so, ja, machen wir uns sicher. Ja, sieht aber gut aus bis jetzt. Ja. Ich bin Profi, vertraut mir. Halt mal mein Bier. Okay, das klappt. Wie gesagt, du fährst wirklich so, und wenn du du musst dann ein bisschen Steuerbord, genau. Du machst das gut. Guck mal, die Insel sieht doch interessant aus. Wie ein Penis. Was? Welche? Die wohnt nicht. Oder was meint Max? Die Insel sieht doch interessant aus. Ich glaube nicht, dass wir jetzt noch eine Festung schaffen. Wollen wir die plündern vor uns, oder was? Nein, wir fahren doch genau die Festung zu. Die machen wir jetzt noch. Was, die Kleine genau vor uns? Ja. Wo ist eine Kleine vor uns? Da. Ist ja keine Festung. Also, dreh ganz ein wenig nach Backbord. Ungefähr ein Grad. So. Gut. Halt schon. Hier ist ein Schiff untergegangen an der Insel. Wissen, gibt es da spezielle Sachen? Du, Max, kommst du mal bitte unter Deck. Wir müssen mal miteinander sprechen.
Piers habt ihr vor? Ja. Aber wenn du schießt irgendwas auf uns. Du siehst doch hier das Schiff, war und hier unten die Insel. Was sind die Segel richtig gesetzt? Ein bisschen. Achtung! Bitte gerade keine Schwein Kugel gehabt, an uns vorbei. Schwein gehabt. Bitte ein wenig Backbord, danke. Ja, kommt sofort. An die nächsten zwei kleinen Inseln vorbei, bitte. Ich weiß, dass du. Was willst du mir damit sagen, Teenage? Das dort, wo ungefähr gerade der Blitz eingeschlagen hat. Aha. Wir fahren jetzt in den Sturm plündern. Alles klar, so. In den Sturm. Wollt ihr mal meine Schlange sehen? Ja. Ich will sie sehen. Wo ist die Schlange? Ich schieße sie gerade ab, warte. Boah, das ist ein Knaller. Wie gestern Abend. Das ist... Und schon vorbei. Oh, das ging auch fix. Das war schön. Es war schön. Ein ganz ich war schnell, aber knackig. Ein ganz ein toller Schlangenlicht bist du. Hm. Ich fahre jetzt immer weiter geradeaus, ja? Was ist denn das hier für eine kleine Insel? Ja, einfach voraus. Rechts. Steuerbord vor uns ist... Anker! Zeug zum Wasser. Ja, hab einen Anker. Aber Anker. Ist eine Kiste. Das kannst du sein. Ja, eine leuchtet. Nimm sie mit dem Dings mit. Na, wir haben geankert, gut, dann gehe ich kurz. Haben wir? Die sinken. Was, die sinken? Ja, die sinken. Die Fässer sinken gerade schon und das andere hole ich jetzt gerade. Du kannst mich auch wieder reinziehen, wenn es geht. Wo ist eigentlich jetzt? Michael schon wieder? Ich sitze immer noch oben in seinem Nest, der tut ausbrüten. Jetzt. Ich tue ausbrüten. Sehr gut. Natürlich, ja, sie hat die Kiste wieder eingezogen. Natürlich. Hat er wieder geschmuggelt da oben? Hier, Kiste, du Feigen und Kiste gleichzeitig nicht. Eine mit feinen Gewürzen ist doch unten. Ja. Haben wir wieder was gefunden? Dann reißt du mit die Harpune vom Bord wahrscheinlich. Ich helfe dir. Bis jetzt sieht's bei uns noch gut aus. Wir haben diesmal keine bösen Bubis bis jetzt. Das ist doch mal Team, meine Leute, ja, das läuft. Mich wundert's nicht, dass wir noch nicht abgenommen haben, so wie wir schindern. Wir sind die einzigen beiden. Ja. Ja, einer steht oben auf seinem komischen Gerätnest, einer steht am Steuer und der Rest, naja. Ja, der hat die ganze Verantwortung. Der hat das große Ganze in der Hand. Tja. Ja, das war mit Absicht. Wessens große Ganze hat er in der Hand? Sein eigenes großes Ganzes. Ja gut, das meine ist das die Insel voraus? Nein, das leuchtet links dahinter. Hm, ich sehe es. Dann müssen wir dann noch ein bisschen Steuerbord machen, oder? Sonst fahren wir jetzt auf die Insel. Fahr, wie du denkst. Guck mal, halt, neben uns ist eine Kiste. Was ist denn hier alles untergegangen? Wo denn? Da sind wir schon vorbei, ist egal. Oh. Was macht denn der Typ oben in seinem Nest? Schläft er? Ich guck nach außen, dass uns keiner angreift. Ja, dann tu, wenn ich die Kack-Piratenflagge wieder einziehe. Hab ich doch. Ich hab da eine Rennflagge drauf. Alles klar. Okay. Hier ist eine Piraten. Hä? Werden die Piratenflaggen gesehen? Oben ist die Piratenflagge. Nee, ist gut. Die leuchtet nicht. Ja, ich habe mir gedacht, oh geil, eine schön rot leuchtende Flagge. Sieht schon schön aus. Ja, finde ich toll. Mm. Okay. Das Wetter ist scheiße. Jetzt geht's noch. Mit in den Strom. Ein altes Atoll. Mm, ganz ein tolles Atoll. Oh Gott. In 400 Jahren werden hier Bombentests gemacht. Hab meine Regenjacke vergessen, wir müssen zurück. Nein. Das wird ein Spaß. Nein. Das wird Nein heißt. Nein. Einfach nur Nein. Warum leuchtet denn das so, wie es leuchtet? Weil es verwunschen ist. Festung des antiken Goldes. Klingt das nicht gut? Das klingt. Das klingt alt. Klar, dass okay, das ich komm schon mal runter. Tu mir was zu essen. Ach du Scheiße, was ist denn jetzt mit meinem Schiff los? Ja, gut. Diese Sturm. Ja, irgendwie dreht mein Schiff aber vollkommen durch hier. Ja, das ist durch den Sturm. Das ist der Sturm. Achso. Anker! Ist doch schon draußen. Alter Schwede! Ich bin direkt. Ja, das ist der scheiß Sturm, hier kannst du ja nicht lenken mit dem Ding. Gut, tut bitte das Schiff repariert, erstmal gucken auf Schäden überprüfen. Es ist nirgendwo angeschlagen, aber nimm mal die Säge rein bitte vorher. Ich wollte sagen, ist doch nichts passiert. Du hast den Sturm, nimm mal die Säge rein. Wieso denn? Weil das Zeug das ganze Schiff kaputt geht.
Hast du gesehen, was passiert ist, wo wir letztes durch das Dorf segelt? Das ganze Ding war im Eimer. Ja, stimmt. Ja, doch, wir haben. Ein bisschen Wasser ist hier drin, aber nicht schlimm. Guck mal, wie sie hoffentlich da am Bug stehen. Oh, hoffentlich geht's jetzt los. Endlich kriegen wir mal Besuch. No. Ist das toll. Die sind knuffig. Jo. Ey, Mist! Au, was war das denn? Ja, wir wurden beschossen. Nein, wir wurden vom Blitz getroffen. Was ja, war der Blitz. Wenn weiter nichts ist. Der Blitz beim Scheißen. Alter. Wo ist jetzt dieses blöde Löschfass? Der Blitz hört auf zu brennen, alles gut. Nur wenn er 3 oder 4 Mal einschlägt. Du wirst das Schiff bloß im Auge behalten. Das gefällt mir alles nicht. Ich weiß. Ja? Wir stehen da mit kompletten Loot, stehen wir hier am Bier und das Schiff ist weg. So, na dann, los, mach Meier. Ich sag mal, Wunder wird's wie nicht. Was für ein Scheißwetter, ey. Oh, hier drin ist ruhig. Haben wir hier tolles Zeug gelootet? Alles weg. Looten after fun. Hier ist ja dunkel wie im Bärenarsch. Ja, und finster. Ja, also irgendwie haben die Leute nicht von Strom gehört. Ich frage ja, woher du weißt, wie dunkel das in Bärenarsch ist. Ja, also, er war im Bad. Was? Er war im Bad. War das damals im Ferienlager? Genau. Also ich war im Bad. Und da war auch ein Bär, komischerweise. Und dann bin ich so auf der Seife ausgerutscht, dass ich aus Versehen mit meinem Kopf auf den Bären gelandet. Damals im Ferienlager, wo du meine Quetschkommode gespielt hast? Ja. Genau. Und der Bär ist ausgerutscht. Achso. Der Musselbär? Genau, und der Bär ist ausgerutscht und auf Bord gelandet. Auf Bunny. Ich weiß, das ist merkwürdig, aber es ist einfach so passiert. Das klingt alles nicht richtig. Naja, doch schon. Was war denn das? Das war genauso ein Geräusch, hat er damals auch gemacht. Ja. Der Bär. Der so schön hat geprickelt in meine Bauchnabel. Du hast den Bär schön im Bauchnabel geprickelt, würde ich eher sagen. Er hat den Berg ganz schön im Bauchnabel. Einer hier da war nach dem Schiff. Da war noch nichts. Unter dem Schiff geht's gut, danke. Und wo seid ihr eigentlich alle? Ich kämpfe hier oben alleine gegen alle. Ich weiß nicht, wo die anderen Binnen sind. Wo sind Herr Baldi schon wieder? Eine super Aufteilung haben wir heute wieder. Wo blind und bist du wieder irgendwas? Nein, ich bin hier unten. Besser, oben. Ich hab schon gedacht, der Kuba hat sich wieder Turm angeguckt, wahrscheinlich. Drum. Wenn, dann baue ich Türme. Achtung! Piraten, 4 Stück! Was? Wie? Was? Was? Wo ist er denn? Hier. Sag doch nicht Piraten, 4 Stück! Ja, ich denke, jetzt kommen Schiffe hier, Fische, an. Ja, Alter! Ich hab Fische Schreck gekriegt. Oh, was ist das denn? Konquistadoren! Ich hab hier, weißt du, 4 Mann hab ich jetzt schon fast besiegt. Im Fass besiegt? Natürlich im Fass weit siegen. Ich hab einen coolen Schädel, Schön für dich. Die wichtige Frage ist weg. Und keiner weiß, von wem er ist. Glaubst du, Jürgen Schädel? Warum ist das ja alles so zugewachsen? Ist ja gar nicht schön. Irgendwie macht ja irgendwas komische Geräusche. Kann das sein? Ja, irgendwas. Leute, ich hab hier mit 5000 Leuten. Okay, ich hab's. Muss ja schaffen. 5000. Oh, stell dich mal nicht so an, ey. Hab ich noch vom Frühstück zum Aufwärmen gemacht heute. Ja, eigentlich schon noch gar nicht lange her, ne? Machst du das Aufstehen oder das Frühstück? Richtig. Auf meinem ersten Rum habe ich dich schon vernascht. Das ist auch nicht lange her. Der ist schon lange her, der erste Rum. Ja. So, kommt jetzt hier der Oberkorb, macht die mal. Ich finde einfach nicht den Schlüssel vom Obersch. Captain ist da! Aber noch 20 Leute hinter ihm! Ja. Au! Tot. Auf der Sturm! Oben! Ich renne! Und bin tot, endlich ein bisschen aus. Okay, zu spät.
Ich bin wieder auf dem wunderschönen Schiff. Sind jetzt alle alleine gelassen hier? Ich bin noch da. Hey, was geht? Endlich ist die Musik aus. Jetzt wird sie wieder typisch. Oder? Oh, das ist echt mal, die gehen ja echt mit der Zeit auf den Keks. Oh. Wir haben ihn. Ja, jetzt kommt die Musik also wieder. Ich dachte, wir hatten mal auf der Barke Ruhe. Huber, opferungsvoll haben wir uns wieder. Ja. Ich geh mal in die Schatzkammer aufschließen. Ja, da willst du die Schatzkammer aufschließen. Super, Titch. Ja, das ist, weißt du, da auf mich ist Verlass. Ich gehe jedes Mal, gehe ich die Schatzkammer aufschließen. Jetzt mal den anderen Schlüssel gesucht in der Zeit, der oben die Kammer aufschließt. Wieso, ich kann erstmal die Schatzkammer aufschließen. Wenn ihr euch hier nicht verpisst hättet, dann wäre das gar nicht das Problem gewesen. Verpisst hättet? Aber ich werde gleich verpissen. Also ich finde schon, dass es... Bitte? ...sehr einsam war, ne? Ja. Und dann? Hat mich jetzt auch nicht so umgehauen, muss ich sagen. So. Dann bin ich euch schon. Geh weg, das ist mein Goldhaufen. Mimi, mein Goldhaufen. Kriegst du gar nichts von ab? Bin nämlich jetzt ein Haus, weil ich gerade gestorben bin. Bin ich jetzt was Besseres? Wotst du ab, dich ziemlich schnell wieder aufs Schiff. Sag mal, machst du das sowieso? Hast du dich jetzt auf diesen leuchtenden Schädel gesetzt? Guck mal, der riecht komisch. Ich hab das gesehen, Tietsch. Der hat auf immer so komische Flecken. Der leuchtet nicht mehr. Der leuchtet gar nicht mehr. Irgendwo muss doch ein Scheißschlüssel sein. Der riecht komisch. Ein Scheißschlüssel, der hat die Hut aufgestellt. Der ist beim Schädel der Scheißschlüssel. Ihr seid wieder witzig, Leute. Ja. Eine Flachsrakete nach der nächsten wird hier gezündet. Aber sowas von du. Aber ja, und wie. Ja. Das macht Spaß. Das ist ja... Das ist eine ganze Batterie von Flachsraketen. Ja. Ein Feuerwerk der Flachsrakete. So. Ja, Wahnsinn. Ich glaube, auf Reapers Island, wo wir gerade herkommen, da müssen wir ja die komischen Schädel wieder der Verdammten wieder verdicken. Ich glaube, da können alles drüber verdicken, würde ich sagen. Geht das? Wir probieren es einfach. Oder? Mach mal einfach. Ja, wir müssen ja wieder dorthin fahren, wo wir jetzt herkommen. Ja, ja. Können wir ja gleich machen. Aber immer noch keinen Schlüssel gefunden. Ja, muss ja. Ja, ich auch nicht. Ich habe schon alles durchgewühlt hier. Aber nee, ich will irgendwas haben. Wer hat denn jetzt den Haufen ausgekippt? Ich. Kiste mit selben Tee. Hier ist noch eine Captain's Kiste unten in der Schatzkammer. Also unten in der Schatzkammer ist ein bisschen übrig. Oh, Entschuldigung. Gesundheit. So, ich zieh das Zeug schon mal wieder rein. Genau, zieh das Zeug rein. Zieh das Zeug rein. Wo ich hier wieder 10 Mal rüberfliege. Zieh's dir rein, das Zeug. Zieh's mir rein. Ach, sowas den geilen Scheiß. Hier ist nur ein Haufen. Hol dir den Scheiß. Zwei Captain's Wunder. Das ist der Schädel, der mir mich so anredet. Ja, riecht der gut. Oh, aber das ganze Schutzlager ist oben noch voll. Au, das war ich. Entschuldigung. Der alte Lootgeile hat wieder einfach drauf geballert. Riecht der Schädel vielleicht komisch? Kann sein. Der Mensch! Pupsi. Pupsi, Pupsi. Kommt hier noch was? Liegt da noch was? Haben wir noch was? Ja, da liegt gerade ein kleiner Kelch noch. Und jetzt kommt gleich noch eine Truhe. Da liegt ein Kelch. Haben wir noch was? Ich glaube, da müssen wir goldene Testikel. Direkt weggeschnappst. So, dann räume ich das schon mal in unsere Kajüte hier dabei. Ihr könnt wieder hinstellen. Ganz ein toller in die Kajüte räumer bist du. Ja. Gib mir auch die größte Mühe. So, also in die Schatzkammer ist definitiv leer. Was ist das hier? Nein, ich hatte gerade wieder gutes Netz. Tschüssi! Das, so war das nicht gemeint. Macht's gut. Ach, das ist das. Was ist denn das? Wieso haben wir denn keine Lampen angemacht in der Nacht? Mann, ist ja, kriegt man ja Angst. Kupo, was machen du dort? Ich gucke, was das hier alles. Ja, Flaschenzug. Haben wir jetzt endlich den Schlüssel gefunden oder nicht so? Jetzt kann ich das Fass öffnen? Nein, immer noch nicht. Aber du kannst schon mal die zwei Kisten, die auf der Reling stehen. Ja, mach ich klar. Bin ja schon hart dabei hier. Kisten auf der Reling stehen. Ich tue mir unsere Essensvorräte füllen. Das ist in Ordnung.
Mach das. Wir brauchen zwar nicht mehr viel. Ah ja, stimmt. Du könntest lieber Schätze mitbringen, aber schon. Ja. Ist trotzdem bleibt wichtig, dass ja du nicht, mal ans Essen denkst, ganz uneigennützig. Ist ja nicht unser Schiff, deswegen bleibt ja, der Struf. Er kümmert sich ums Essen. Das ist das erste Mal, seit wir zusammen spielen, oder? Ja, stimmt. Sonst kommt er immer angeschlichen überall. Habt ihr was zu essen? Ja. Genau, aber habt ihr was zu essen? Habt ihr noch was übrig? Habt ihr was übrig zu essen? Die Schädel machen komische Geräusche, das macht mir Angst im Dunkeln. Ja, das sind aber bloß die, die riechen. Gefällt mir alles nicht so. Die riechen, sind braun, die stinken und machen Geräusche. Die riechen und Schädel machen komische Geräusche, ja, das kann möglich sein. Haben sie alles. Tötet mich. Hab ich natürlich auch schon gehört. Ja. Komisch hatte die vor nun der Tier. Hat denn jetzt irgendjemand endlich einen Schlüssel für oben gefunden? Nein. Das ist hier ist kein Schlüssel. Ihr bemüht euch ja nicht mal. Ja, kaum, natürlich, kaum. Geht immer nur um den schnöden Mammon. Tja. Genau, um deinen schnöden, also um den, also, ne, du schon. Ums Mammönchen sozusagen. Was? Um die Mönche? Mammönchen. Wenn die Mönche Mönchen, Mönchen die Mönche. Genau. Der Wo war denn der Schlüssel vor letztens drin? Er ist immer irgendwo in der Kiste oder in einem Schrank. Okay. Oder im Regal oder irgendwo sowas. Aber drinne eigentlich. Genau, ich meine, du kannst maximal mal in die Türme gucken, weil da waren ja auch immer irgendwelche Kisten. Ja, ich habe mich eigentlich schon alle abgeklappert. Hast du schon nicht Michael, hast du vielleicht was eingesteckt oder so? Nein, den kannst du nicht einstecken, den hast du in der Hand. Genau. Okay. Gut. Kann ja manchmal passieren, deswegen dachte ich so. Genau, es kann manchmal passieren, dass du den in der Hand hast. Wäre nicht frech. Ja, das ist natürlich. Ich kann doch passieren. Das ist einfach mal. Das ja, spielen wir eine Runde oder nie? Was für eine Runde? Seid ihr? Also ich bin auf dem Schiff und verlade gerade alles in die Kajüte. Schön sortiert. TH über mir, ich bin eins tiefer TH. Okay. Kannst du mal kurz runter? Goldbeutel gefunden. Alter, ist das viel Zeug, ey. Ja, aber es liegt ja noch mehr oben drin. Es sind ja noch drei Kisten oben. Ja. Wir suchen was? Ja bloß gerade noch die... Den hässlichen Schlüssel. Die ich weiß ja nicht mal, ob der immer da ist. Nehmen wir gerade schon an. Der war jetzt bis jetzt dreimal da, also... Eben. Oh, jetzt habe ich einen Schreck gekriegt, ey. Bin gerade außen rum um die Kajüte und sehe irgendwas leuchten drin. Aber was sind denn unsere Truhen? Und den Eiger. Mensch, da. Ich dachte, wir wurden hier schon wieder... eingenommen. Gehfenster? Ein Gehfenster? So, dann suchen wir mal den Schlüssel. Irgendwo muss er sein. Was ist das denn? Ja, ich hab alle. Arsenal? Was ist ein Arsenal? Wie jetzt? Ich bin Arsenalschrank. Ist das ein Waffenschrank? Das ist ein Waffenschrank, ja. Schlüssel? Du kannst deine Waffe ändern. Hast du jetzt den Schlüssel? Achso, ja. Das haben wir auch auf dem Schiff. Oh, ich hab ein. Ach so, das haben wir auch im Schiff. Oh. Ach, draußen in so einer hässlichen großen Kiste. Hä? Guck mal, du warst ja gar nicht da, wo ich das rausgefunden habe von uns. Ich habe einfach mal so eine Raketenkiste verkauft. Okay. Ne? Eine leere Raketenkiste. Die war leer, ich habe die Raketen vorher rausgenommen, die war leer. Okay. Die brachte auch 1000 Gold, die leere Kiste. Hier oben in der Kammer steht es noch so eine Raketenkiste. Naja, ich habe die bis jetzt immer alle mitgenommen, die Raketenkisten. Ja, alles einsacken, ja. Ja, dann einsacken. Das ist ja. Papa braucht ein neues Schiff. Ja, Markus, du hast doch gar nicht alles reingezogen. Es steht doch drei Zeug auf der Mauer oben. Ach so, das habe ich gar nicht gesehen. Ihr habt schon gelernt, alles rein. Ich mach. Wo ja, steht hier was?
Hier drüben oder soll ich hingestellt? Hier. Ach, hier drüben, okay. Ja, genau, vor deiner Nase. Ja, das muss man ja dazu sagen. So, ich geh jetzt mal aufs Schiff und tu mich mal ganz kurz verabschieden. Warum? Muss schiffen? Ich muss mal nach meinem Hamster gucken. Achso. Alles klar. Du hast doch aber gar keinen Hamster. Vielleicht ist uns die Treppe runtergefallen. Ich guck mal. Du hast doch gar keinen Hamster. Hier steht noch was Kleines. Gut, jetzt ich. Das Große. Gerade hochkurb, zack, war ich. So, alle an Bord. Haben wir alles? Ich nehme an, wir können bei dem verdammten Typ alles verkaufen. Ja, da hoffe ich schon mal, wäre doch geil, wenn das geht, ne? Auch das verdammte Truhen, vielleicht gibt es bei dem auch noch mehr für die verdammten. Wir hatten dir die leuchtende Kiste hingestellt. Ach, hast du das sortiert? Das tut mir leid. Ich glaub's ja nicht. Sind Leute schon für viel weniger über Bord gegangen. Kiel holen. So, jetzt müssen wir hier nur noch sauber ausparken. Ich hau mal volle Kanne rein hier. Aber zumindest das Wetter ist wieder schöner. Ja, es ist auf jeden Fall besser geworden. Ja, wir haben alles. Sehr gut, sehr gut. Das sieht eine Bombe aus. So. Macht euch bereit zum Reparieren, falls wir es nicht schaffen. Ein tägsamer Bretter. Achso, wenn wir Segel noch rausfahren könnten, wäre das auch ganz cool. Ja, das sieht gut aus. So, damit du was siehst. Wieder gerade denken, Morgus, ach, einwandfrei, machst du das? Einwandfrei. So, haben wir irgendwie eine Richtung? Ich weiß an der Insel da vorbei, ja. Ja, du musst das mal komplett drehen wieder, warte, ich gucke. Na, hier durch die Insel müsste man doch, oder? Hier durch? Geradezu müsste das so sein. Weiter, so jetzt, so wie du stehst, so kannst du weiterfahren. Genau. Oh, das war jetzt ein bisschen weit, egal. Fahren wir wieder zurück. Okay, ich gehe durch. So wie du jetzt bist, kannst du bleiben, Oskar. Ja, dann fahren wir auf die Insel drauf. Oder? Achso, naja, ein Stückchen weiter zwischen den Inseln durch. Ja, ja, ein Stückchen weiter Backbord und kommst du vorbei. So, hast du schon. Du wirst den Tier in Scholz machen. Mach ich. Das war schon immer mein Traum. Okay. Können wir die Segel vielleicht mal noch irgendwie ein bisschen, weiß nicht, anders einstellen? Ja, weiterdrehen ist nicht. Nee, die gehen nicht weiter, das ist das Beste, was du machen kannst, weil die leicht und vorne... Müsst noch ein bisschen östlicher drehen, so auf Nordosten, passt schon, und dann dürft ihr genau drauf zufahren. Nordosten, also Steuerbord noch ein Stück. Yippie. Ja, so wie du jetzt stehst, nicht sei dich super. Wir haben bloß eine Ewigkeit brauchen, weil wir halt Gegenwind haben. Das ist egal. Wir haben mal Zeit. Holt sich jeder noch einen rum als Belohnung? Es ist schon um 9. Holt sich noch jeder einen rum? Um? Dort dazu? Als Belohnung. Was sind denn da diese leuchtenden Dinger? Wir sind ja immer durchgetüttelt. Ich hab keine Ahnung, so, vielleicht musst du da irgendwas Spezielles erst haben. Und wir müssen alle mal einen Arsch raushalten oder so, dann mal durchfahren. Ja, also du musst einen Regentanz aufführen. Das könnte so sein. Warte mal, was ist vorne, was hinten? So, ich kann ja mal in die Sprengstelle. Nee, wir fahren vorbei. Schon. Nein, noch. Was ist eigentlich mit dem Piratenwitz des Tages? Hat jemand einen mitgebracht?
Erst wenn TH wieder da ist. Eigentlich nicht, aber ich könnte mal gucken. Das wäre eine Idee. So schön. Man macht aufmerksam auf uns. Ja. Hier sind's. Ja, wir haben viel geladen. Hallo. So, da gucken wir mal. Piran. Witzig. Knapp an der Insel vorbei. Ja. Aber vorbei. Ach, Piratenwitze. Denn. Witze. Witze. Bitte. So lustig. Das hat man schon, das hat man schon. Hat man das schon? Was sieht ein Pirat, wenn er trocken? Wenn er was? Oder was? Was sieht. Was sagt ein Pirat, wenn er trockenes Gras sieht? Heu? Ahoi. Ahoi. Ahoi schon. Ein Brüller. Wie nennt man einen Vogel, auf den sich ein Pirat gesetzt hat? Piepmatsch. Hä? Piepmatsch. Matsch. Pirat setzt sich auf Vogel breit. Okay, er hat nicht so ganz gezündet. Ja, das ist fett. Okay. Sind wir vom Kurs wieder richtig, oder? Da ist auch gerade das Unwetter, Jungs, ne? Sag ich mal. Ich bin wieder da. Entschuldigt, der Nachbarjunge hat in die Mülltonne gekackt. Was? Ja, ich weiß. Immer dasselbe Problem, wa? Ist gut so, Markus. Ja, ich war an der großen Insel vor uns. Kurs zurück. Kurs halten geradeaus. Ja, ich fahr bloß an der Insel hier vorbei. So, Geht ja links unter der Insel. Was war? Alles gut. Alles okay. Der Sturm stürmt. Da drüben ist ein Schiff. Wo? Ganz weit hinten. I see. Also quasi in dem dunklen. Neben dem dunklen rechts. Also ja. Aber ganz kleines. Das fährt jetzt zwischen uns in den Sturm. Genau. Ein ganz kleines. Ich würde sagen, das hat Angst und haut ab. Jo. Ich gehe wieder mal auf die Karte. Ja. So. Bitte, wenn es bei der nächsten Möglichkeit Steuerbord nach Nordost. Okay, Dokeli. Kriegst du? Ich will ein bisschen mehr Wind in den Segeln. Ja, du kannst jetzt hier schon so langsam Nordost ein. Ja, wir sind eigentlich so gut wie um dem Feld herum, bis er eingedreht hat, sind wir vorbei. Genau, ich sag dir, wie weit du drehen musst. Weiter. Und langsam auspendeln. Ja, sehr schön. Jetzt Kurs halten. Wir könnten da direkt mit dem kleinen Schiff zusammenstoßen, wenn das hinter dem Sturm den Kurs hält. Übrigens, Kuko. Ja. Dieses leuchtende hier rechts hier vor uns. Ja, wir sind letztes von uns da durchgefahren. Weißt du, was es ist? Das könnte eine Taucherzone sein. Ach so, okay. Weil zumindest ist auf der Map in Zeichen. Na? Schatzkammer der Lost Ancients steht da und da ist irgendwie so ein, wie so ein Meerjungfrauenzeichen ist da. Meerjungfrau oder Meerjungfrau? Bestimmt, dass wir genau dort unser Schiff versenken müssen. Genau. Nein. Das bedeutet. Ganz sicher nicht. Ja. Oh. Mach dir den auf Simple Mark, der Junge. Die See ist etwas rau dieser Tage. Ja. Warum können Piraten keine Karten spielen? Weil sie auf dem Deck sitzen. Weil sie was? Weil sie auf dem Deck sitzen. Ach so. Haltet euch fest. Scheiße, Kuh. Du sollst mal da vorne von der Stange runterkommen. Nämlich die Hunde. Nicht, dass sie noch abbricht. Wo ist denn das Schiff hin? Verdammt, ja, Scheiße. Das passiert nicht. Ich kann es nicht mehr lange halten. Scheiße. Na, geh auf Toilette.
Da ist das ganze Deck. Ganz unten ist alles voll. Mit Wasser? Ja, na klar, es regnet viel Eimer. Pumpt. Ich muss am Steuerrad bleiben, sonst fahren wir sonst wohin. Geh, macht mal und wenn es nicht klappt, dann helfe ich euch. Aber also, ich sehe gar nicht, wo wir hinfahren. So knallt's wie. Sind das da vorne die Inseln? Sind wir schon fast da? Sind vor uns das die Inseln, TH? Waren die weit weg? Nein, du kannst sowieso nicht wirklich lenken hier. Ja, wir haben es letztens schon versucht. Ihr habt doch letztes Mal schon gesehen, das ist hier so. Wo dieses komische Schiff in der Mitte drauf war. Ah ja. Dann ist es das, oder? Müsste das sein, ja. Oh, scheiße. Ja, Anker langsam vorbereiten. Noch nicht. Ja, das ist es. Noch nicht. Ja, musst du, ja, okay. Ja, langsam vorbereiten. Du triffst es ganz schön ab. Du musst bedeuten weiter noch nichts. Ja, bedeuten weiter Backbord versuchen. Versuch Backbord. Du schaffst das. Halte das Ruder. Halte dein Ruder fest. Ich halte Stand. Bis es weh tut. Das ganze Ding ist wieder. Jetzt haben wir ein Riesenloch drin. Gut, scheiße. Repariert die Hütte. Wir sind im Sturm. Oh, fuck. Alter. Ist da jemand dafür ein Anker? Ja, Cooper muss an Anker. Da muss man aus seinem Köder drum rauskommen. Ja, ich komm schon. Ich passe Luft. Wir haben verdammt nochmal ein anderes Schiff da drum hängen. Okay, ich gehe an Anker. Nicht, dass es uns angreift, wenn wir gerade am verwundesten sind. Stehe so. Ich hab Anker, ich hab Anker. Sag einfach Bescheid. Weißt du, noch verwunderter als drei Löcher im Boot ist Anker. Nicht. Na, tot zum Beispiel. Wenn die uns angreifen, läuft Anker, es geht raus. Alter! Okay, Löcher, ich gucke ob irgendwo Löcher, ich kann reparieren. Von der Drehung. So, jetzt reparieren wir erstmal das Schiff. Irgendwo, oh, Alter, haben wir Schlagseite. Wo sind die Löcher? Wo sind die Löcher? Ich gucke in einem Löcher, stopp in da. Zeig mir die Löcher. Zeig mir die Löcher, ich will auch Löcher stoppen. Zeig mir die Löcher. Zeig mir die Löcher. Was für eine Panikmache. Echt, ich renne hier rum wie so Bekloppter. Panikmache, weißt du? Na klar, weil wir schon alle Löcher gestopft und. So, jetzt will ich erstmal die Segel einholen. Das ist eine Maßnahme. Ich will nicht so hart in den Wind stehen. Du willst hart in den Wind stehen lassen? Ja, hab ich vorhin nicht gemerkt. Ah, das war der kurze Schub. Hast du in die Segel rein? Ist ja alles. Das ist quasi die Lachgaseinspritzung in Piratenzeiten. Das sieht gut aus. So, schnappt sich hier eine Kiste. Bin schon dabei. Eine Minimiste, schnappt dir eine Kiste. Oh, das klingt komisch. Alter, ist das ein Scheiß. Wie unser Boot untergeht. Soll jeder drauf bleiben und mal gucken? Ja, na guck mal, wenn du noch dort bist. Nee, seid ihr alle weg? Ja, ich bin gerade mit Kisten unterwegs. Ah, ich habe auch gerade eine Kiste. Nee, magst du es noch drauf? Willst du auf dem Boot bleiben, oder? Ja klar, ich habe schon 5 Löcher probiert, weil die unterwegs sind. Sehr gut, na dann sag doch mal was! Meine Fresse! Sag mal ja, bin gerade dabei! Mit euch kann man doch nicht reden! Ja, aber wir können ja nicht tanzen oder so. Also ich merke, hier ist viel Unausgesprochenes. Ja, sowas wie Ja-Hacker-Leuten, wir lenzen oder so. Ja, das versteht man. Da macht man wieder voll die Falsche genommen. Ja, Herr Kapitän, wir sind untergegangen. Ne, das wäre zu spät. Selbst das wäre in Ordnung, aber. Zumindest wäre es wenigstens mal eine Antwort. Wir müssen lernen, miteinander zu reden, Leute. Wirklich. Ja. Alter, was haben denn die uns hier für ein Schiff gegeben? Aus Bambus oder was? Ich kann da auch nicht dafür, dass du uns hier voll in den Strom fährst heute. Das ist aber Wetterschneider. Das ist alles auch heute. Aus Pappmaché. Ja, wenn das hier die ganze Zeit taucht, dann könnte man nur eins. Also, im Bambusschiff würde ich jederzeit drauf gehen, aber auf dem Balsa vielleicht nicht. Unter Wasser geht's. Ja. Ich weiß, unter Wasser ist das Wetter nicht so schlecht. Das ist. Deswegen ist U96 abgetaucht. Nicht nur die.
Nicht nur die. Da brauchen wir ein U-Boot-Spiel. Da waren die. Ja, dann das ist ja fast wie ein U-Boot-Spiel. Ja. Ich tauche auch gleich jemand unter. Dann spiel doch U-Boot. Das geht doch bloß alleine. Ah, ich weiß. Das war ja im Angebot. Ich war kurz davor, das zu kaufen und dachte, ach scheiße, das ist bloß ein Singleplayer. Was war im Angebot? U-Boot. Ja, also, du hast ja jetzt kein aktuelles Singleplayer-Projekt. Bitte? Du hast ja jetzt im Moment kein Projekt. Nee, ich muss erstmal Half-Life durchmachen. Alter, ja, cool. Schädel wegschaffen hier, Zeug wegschaffen hier auf der Insel, das geht schon gut vorwärts, da kann man nicht mehr kommen. Soll mal jemand probiert, eine normale Kiste hier zu verkaufen? Nein, noch nicht. Ich probier's gerade, also ohne Geisterkiste, aber eine normale, keine verdammte. Gerade. Ich vermute mal, dass die vielleicht auch hier abgeben wird. So, Maxo, ziehst du mich rein? Der will Leute doch nicht. Und es geht. Der nimmt sie. Das geht, ne? Nee, ist eine Truhe der Verdammten. Scheiße. Was? Nee, war doch. Die sah aber genauso aus wie die anderen. Stand aber Truhe der Verdammten. Okay. Hä, die sah aber ganz normal aus. Also sie hat geleuchtet, ja, aber die Verdammte und andere immer so komisch aus. Und der Verdammten können wir hier abgeben, aber die normalen Schatztruhen halt. Nee, ich weiß ja, deswegen, ich dachte, es wäre eine normale, weil die sah aus wie eine normale Geistertruhe. Weißt du? Geistertruhen sind Truhen der Verdammten. Hä? Aber die konnten wir doch auch bei den anderen abgeben, dann nur die speziellen Geistertruhen. Ja, die Truhen kannst du auch bei allen drin abgeben, aber die Schädel nicht. Genau, die Schädel. Hä, hey, wir hatten doch nur spezielle Truhen, die gingen nie bei den anderen Geistertruhen. Das waren Kisten, das war schon. Das waren Kisten, da stand Asche der Verdammten drauf. Ach, das waren Kisten. Okay. Ist das alles kompliziert hier? Das ist aber hier, meine Fresse. Weißt du, die haben sich hier noch eingekackt und ins Meer geschissen, aber so viel durcheinander, weißt du? Wir müssen grundsätzlich unterscheiden in Schätze, Ruhen und Kisten. Ich dachte, Kisten sind Ärsche. Kannst du das mal aufschreiben im Chat? Kannst du mal eine Präsi draus machen? Ich bin eher so der bildhafte Mensch. Ja, eine schöne Präsentation, wäre gut. Also eine schöne große Kiste ist definitiv besser als eine platte Truhe. Ja, oder? Bin ich dabei. In dem Piratenspiel, wo Schatztruhen so nichts bringen, ist für mich sowieso schon wieder... Jetzt geht's wieder los. Ja, jetzt wird langsam jetzt wieder Salty, ja. Kommt wieder Salty Max raus. Ja, der Abend ist auch noch schön fast zu Ende, deswegen... Ja, ich hab ja auch schon den ganzen Ozean aus dem Schiff getragen. Er hat schon lange durchgehalten heute. Der Ozean ist ja schon hier draußen. Der kann ja gar nicht. Ja, der war aber zwischendurch schon im Schiff. Jetzt ist er froh, der hat wohl auch mal jemand zu Besuch sein. Im Schiff war. Braucht ja jeder seine Daseinsberechtigung auch irgendwo, ne? Ja, natürlich. Es ist ja völlig okay. Hier drüben sind noch die anderen Kisten nicht. Die können wir nicht hier verkaufen. Da müssen wir noch. Da müssen wir dann nochmal weg, aber das wäre sowieso empfehlenswert, bevor unser Schiff dann ganz auseinandergebrochen ist. Das fällt nicht auseinander, ich bin ja noch. Irgendwann gehen dir die Bretter aus. Das ist das nächste Problem dann. Also es kann natürlich sein, dass ich jetzt den Schädel nicht hier abgeben kann. Probier einfach mal, wir testen. Ihr habt schon, oder? Also das normale Zeug können wir hier nie abgeben, auf jeden Fall, oder was? Den ganzen Schädel war, glaube ich, noch. Ansonsten... Die Rubinen, Meerjungfrau-Rubinen. Nee, ich glaube, das soll ich schon mal nicht abgeben. Nee, ihr könnt einfach versuchen, aber. Sind die alle anspruchsvoll hier? Ey? Ich probiere mal. Ja. Ich nehme mal so einen Meerjungfrau-Rubin und. Ich nehme die Rubine nicht. Also, in garstigen Kopfgeldschädel konnte ich abgeben. Also ich konnte den jetzt auch abgeben. Schädel kannst du ja scheinbar alle abgeben. Gut, so, dann Schädel fahren wir jetzt mal weiter. Ja, warte mal, ich probier mal, ob wir das hier auch abgeben können, ob wir den... Guck mal mit dem Rubin. Wie ich euch jetzt richtig fisten könnte? Mit Vaseline und du nimmst deine... Ich steige einfach aus. Was? Ich lock mich einfach aus. Warum? Ich geht das Schiff runter. Ja, du kannst... Findest du das lustig? Findest du das lustig? Ich finde das jetzt eigentlich gar nicht so, ne? Ist das hier die Machtspielchen an Bord? Ich bin eine Viertelstunde hinter meiner Zeit. Ja und? Ich konnte die Meerjungfrau-Rubin verkaufen. Ich glaube, wir kriegen hier alles los. Ich darf nicht wie seit 20 Wochen zu Hause bleiben.
Mann, 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 Mann. Bleibt in 20 Wochen zu Hause? Quatsch, wisst ihr, da ist man gerade mal 3 Tage mal heim. Ich sehe, er war Mittwoch mal so kurz eine halbe Stunde arbeiten, so sporadisch. Macht ihr Kurzarbeit oder was? Ist jetzt gut, ja, macht ihr auch nicht mit Absicht, Junge. Also. Am Mittwoch den ganzen Tag arbeiten. Ob der das nicht mit Absicht macht, das will ich nicht. Hast du Kurzarbeit oder was ist los bei euch? Aber letzte Woche war ich Mittwoch nur den ganzen Tag arbeiten. Nur Mittwoch den ganzen Tag arbeiten. So, dann fahren wir jetzt noch schnell zu der anderen Insel. Geben das nee, Zeug du kannst das doch hier. Probier mal. Meine Rubin hat er abgenommen. Ich hab gerade so eine Schatzkiste in der Hand. Bist du sicher? Also den Rubin hat er genommen auf jeden Fall. Ich hab so eine ganz einfache Captain's Schatzruhe jetzt in der Hand. Ich hab die Gewürzkiste, die nimmt er bestimmt hoch. Ich nehme eine Karaffe, mal sehen, ob er die nimmt. Ah, muss ich aber was essen. Grüß dich. Ja, der arme Junge, dass er nicht ab. So, hey Tietsch, was war jetzt bei dir? Hast du Kurzarbeit? Kann ich problemlos verkaufen. Ne, super. Aktuell ist meistens so, dass wir 2 Tage in der Woche, also Montag, Freitag, Montag, Dienstag Kurzarbeit haben. Oder mal Montag. Im Moment ist bei uns ziemlich hoher Krankenstand. Okay. In einer Abteilung und da lässt sich schwer produzieren dafür. Ach so. Das klingt ja gar nicht gut. Ja, Gewürztruhe kannst du auch abgeben. Ja, siehst du, wir kriegen alles los hier. Komm, dann lass uns die Teetruhe hätte ich dir auch verkaufen können. Hätte auch die Teetruhe genommen. Ich hätte dir sogar 1000 gebucht. Die siehst du, die Karaffe hat auch verkauft. Ja. Er nimmt hat alles. Du die Karaffe verkauft? Na, endlich ist er weg. Die rasierte Karaffe verkauft. Er hat schon ganz komisch gerochen. Und war so ganz blass im Gesicht. Ja, außerdem hat die ziemlich gezittert durch. Ich laufe seit 5 Minuten nur hin und her und schippe das blöde Ding das auf. Sieht, wenn man auf das Boot zuschwimmt, sieht komisch aus. Ein Rohr steht immer nach oben. Das Wetter hat sich gebessert, oder? Ja, langsam. Es wird wieder schönes Wetter. Wir haben es ja auch fast. Wir sind also Strom raus. Hat durchgehalten, er hat das Schiff am Schwimmen gehalten. Er hat glänzt. Aber es könnte natürlich sein, dass wir mehr für die Truhen an anderer Stelle kriegen. Aber jetzt wollen wir es erstmal. Ja, lass es mal abgeben, komm. Ja. So, das ist, ich hätte ganz Afrika unter Wasser setzen können. Also immer wird da unser Schnitterknochen ansehen, das ist auch wichtig. Ja, Schnitterknochen finde ich ja toll. Also wir sehen uns, also natürlich. Knitterrochen, was? Ja, das ist nämlich wichtig für. Also du willst dir meinen Knochen ansehen, oder was? Genau. Ein Splinterknochen? Ja, 1632, siehst du, guck mal da unten schon. Ja, natürlich. Ich habe jetzt gerade die Wechselkurse im Kopf, aber... Ist jetzt noch was an Bord? Ja, hier ist noch eine Schatzuhr. Das Schiff steht wieder wie eins, super. Bitte? Ich habe noch eine Gewürze, da ist noch eine Schatzuhr, eine einfache. Die ist leer. Ja, und die kann man trotzdem verkaufen. Auch eine leere Schatzuhr kann man verkaufen. Als Deko-Element. Weißt du, was Holz heutzutage wert ist? Ja, boah, oh Gottes Willen. Ich weiß, was Holz wert ist. Frag mal jemanden, der mit Holz arbeitet. Vielleicht eine Idee. Frag mal jemanden, der Holz vor heute hat. Was? Dachte so, das wäre vielleicht. Soll ich dich jetzt gut fragen, oder? Nö, allgemein. Ich wollte nur was beitragen zum Thema. Jo, weil wir immer geschwatzt haben, ganz klar. Ja. Ich merke so eine gewisse Grundanspannung auf einmal. Ja, war so komisch. So unterschwellig, so. Gewisse Gereiztheit, punktuell, einzelne Personen. Haben wir alle? Oder? So, guck mal da, ich hab dir die Kiste voll gemacht, drüber tragen, los geht's. Welche? Platz nehmen, Schatztruhe. Ja, ich hab mir den ganzen Kleinkram voll gemacht, der hier rum. Sehr gut. Nein, der Kleinkram liegt immer noch hier. Warum liegt der Kleinkram immer noch hier? Wir rennen doch schon, wir laufen doch schon, wir tun doch schon, wer kann es nicht erwarten? Bestimmt schon 10 Mal hinterher. Alter, ja, wir rennen hier und schwimmen. Ich bin nicht fürs Laufen zuständig. Ey, wir hätten bestimmt schon bei hier Iron Man hätten wir locker einen ersten Platz gemacht hier. Nicht, dass ich hier noch abnehme oder so. Um Gottes Willen. Ein bisschen Bewegung würden den einen oder anderen hier wirklich mal ein bisschen überhaupt nicht schaden, ja? Ich sag's ja nur, ja? Ich will das jetzt mal hier so in den Chat reinhauen. Dankeschön.
Ich hab dir das Kleinzeug hier schon vorne hingestellt. Was, das, was, du hast ihm das Gleitzeug da vorne hingestellt? Genau, das Gleitzeug. So, hier ist alles weg, hier ist alles raus, das ist sehr schön. Bisschen eine Schatzrohre auch verkauft. Oh, nur mit dem Kleinzeug 400 gekriegt. Ich hab deine Torfeuerwerkskiste noch verkaufen können. Die gehen wir jetzt alle hoch auf den Mast und machen den Abschluss. Nein, das sind noch zwei kleine Kisten, die noch weg müssen. Also zwei noch kleine, kleine Kisten. Oh. Zwei kleine Sachen müssen noch weg. Ich kann nicht mehr, danke. Ja, das merkt halt eigentlich auch nicht mehr. Ich bin ja nur auch nicht mehr der Jüngste. Wo sind denn hier die Kisten? Nee, das sind keine Kisten. Merci. Die sind auf Decks und zwei kleine Sachen bloß. Okay, genau, nimmst du ihn, ich nehme ihn. Ach, Fantastisch. Hat er sich hingesetzt woanders? Wir hätten so einfach mit den Kanonen rüberschieben können, wir Idioten. Wir hätten uns jedes Mal mit der Kanone rüberschießen können. Ja. Mit Utensilien geht es? Ich weiß es nicht, ich glaube nicht. Warte, ich teste es. Ey, jetzt hast du den seiner Behausung gerade. Max, du richte mal die Kanone irgendwo hin. Also, Feuerwerkskiste, 1000. Hammer. Arm oder so, nicht? Alter. Hast du? Die zweite? Sozusagen? Nee, kommt kein Zeichen. Hast du dich eigentlich klar? Nee. Okay. Schade. So, also ich habe jetzt sozusagen meine ganzen Bodengänge für heute erledigt. Bodengeäppe? So, Bodengänge. So, dann gehen wir jetzt in den Ausguck ins Krähennest und. Ja, warte, ich hab noch. Du sollst dich nicht verärgern, ich muss noch was gucken. Ein geiles Drüsche. Oh. Der Totenschädel guckt schon wieder so komisch an. Quasi Aschebecher hier. Zieh mich rein. Danke. Zieh mich rein. Like a Bro, Alter. Ich bin ein richtig geiles. Geh schon mal auf Position. Zieh mich rein. Was ist das für ein fetter Staub? zieh ihn raus. Hey. Oh mein Gott, da kommt ja Klaus. Da. Alter, ja, 410. Nicht, dass das Ding abbricht. Ey, aber wir haben heute. Kann mich da noch mal reinziehen hier? Wir haben heute richtig gut geschafft. Muss man wirklich mal sagen. Das knallt. Ist das nicht in Ordnung? Ja. Haben schon. Wenn wir das jetzt jede Woche so machen, dann wird man hier ratzfatz beim eigenen Schiff. Ja, eben. Also, das kann da nicht mehr kommen. Merci. So, jetzt alle oben drauf, gut, oder? Aber dann hast du im Bad. Ja, bimmelt denn wieder daher. Da, 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 da. Fast abgebrochen. Da, 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 oh, jetzt hab ich nur dein Röckchen geguckt. Scheiße! Au. Jetzt hast du den geknatscht. Hat mich ja noch rausgequetscht. Ja. Trommelhammer, Gitarrehammer, was fehlt denn noch? Die Glocke. Das ist ein Plan. Ne, hier, das fehlt noch. Das komische Ziehgerät. Da. Naja, da war doch das heute eine, ne, ein guter Räuberfahrt. Und das ohne Kraken. Ohne Kraken. Wer steuert jetzt eigentlich das Schiff? Wir liegen noch vor Anker, genau. Ich weiß. Ansonsten hatten wir heute einen ganz tollen Steuermann. Da kann man ja nicht meckern, ne? Danke. Und ein Navigator, der war auch nicht schlecht. Ja, ich weiß. Ganz toll. Der beste war natürlich der Mann von Google. Räuberflüssig wie immer, sehr schön. Ganz, ganz großes Lob war an den Schiffszimmermann heute, ne? Ja, Schiffszimmermann, ja. Der Grund, warum wir überhaupt heute oben hier stehen können. Boah, warum der Mast hält. Wir wollen uns überhaupt, dass wir hier oben stehen können. Ja, vielleicht. Ich sag mal so flach wie das Wasser war, da hätten wir vielleicht trotzdem noch stehen können. Lustig wäre, wenn jetzt der Mast umkippen würde. Das wäre ein schönes Schlussbild. Oder wenn der Ausguck auf Wasserlinie wäre. So langsam runtergeht. Ja. Wie bei Asterix und Obelix immer die Piraten. Das Wasser kommt immer näher, wir wundern uns. So, Mädels, in diesem Sinne, abschieden wir uns von euch. So, Michael, sagt ciao. Ciao. Ich kann von hier angeln. Spuck den Fisch aus. Tschüss. Ciao. Bis zum nächsten Mal.
Glöckchen, genau. Ja. Glöckchen, abonnieren, ruhig mal einen Kommentar lassen, einfach nett sein und in diesem Sinne, cut it out. Jupp. Yep.